Der große Prozess des Wachwerdens. Der große Prozess des Wachwerdens, selber wachwerden. Was bedeutet wachwerden? Da wird so viel nachgeplappert in deiner Welt, die du dir ausdenkst, in dir selber letzten Endes. Und es geht wirklich um das Verstehen von absoluten Kleinigkeiten, von Tatsachen. Wenn ich jetzt immer wieder sage, die ich seit einem Vierteljahrhundert, das hat natürlich wirklich auch einen Grund, dass ich immer auf die 25 anspreche. Man muss den arithmetischen Hintergrund nicht wissen oder nicht kennen, sondern es geht erst einmal darum, was ist hundertprozentig sicher. Und es ist nichts hundertprozentig sicher, was du geistlos nachäffst, als Affe bei eigener Definition. Und gerade jetzt die rote Liebe, wenn ich jetzt anspreche, die rote Liebe, wenn du die verstehst, magst du auf einseitig Liebende, auf Menschen, die du dir ausdenkst, die nur Gedanken sind, den Eindruck, dass du total herzlos bist und die merken gar nicht, dass sie eigentlich herzlos sind in Bezug auf das rote Herz. Und da habe ich so viele kleine kindgerechte Beispiele. Und darum ist auch die Herzlosigkeit, wenn ich sage, all die Menschen, die du Geist dir ausdenkst, gehen mir sowas am Arsch vorbei, weil mir deine Gedanken, die du denkst, gleichgültig sind. Was mir nicht gleichgültig ist, ist der, der denkt. Aber wer ist das, der denkt? Und auch hier wieder sage ich von vorne, Holofeeling ist nur für den Geist, der sich Holofeeling ausdenkt. Entweder die Schriften, die Internetseite oder die Selbstgespräche. Der Geist, der sich das ausdenkt, weil er träumt, für den ist Holofeeling. Ein Gedanke, sprich eine vergängliche Erscheinung, wird es niemals verstehen. Du musst den Mut haben, das zu begreifen. Und dann wirst du feststellen, dass in dem Begreifen dann das Verstehen kommt. Da steckt die Ehe mit drin. Sollte man wissen, dass das Wort Ehe, wenn du wieder in deine Wörterbücher reingehst, das heißt auch ewig. Du fängst an, deine eigene Ewigkeit zu verstehen. Und die wirst du nie verstehen, solange du hin und her gerissen bist von einseitigen Meinungen. Das sind diese einfachen Sätze, da brauchst du keinen großen Intellekt, sondern du musst dir zuerst einmal den Wahnsinn bewusst machen, indem du ein jetzt ausgedachtes Leben, jetzt denkt man es eine Vergangenheit. Aber jetzt kommen wir diese kleinen Beispiele mit Holofeeling an. Was denkst du, wenn du an deine Vergangenheit denkst? Zuerst einmal jetzt bloß das Wort Vergangenheit. Das ist wieder ein großes Chat, ein großer Ordner. Das ist diese 800, wo ich heute Morgen reingestellt habe. Dieses Video. Wir springen da gleich einmal schnell rein. Ich werde jetzt da ein bisschen hin und her schalten. In diesen Chat, wo ich sage, das ist jetzt einer von vielen Chats, da haben wir jetzt dieses Spiel. Na, springt einmal runter. Das heißt, ich weiß, jetzt hast du mal hier unseren Eintrag für das P. Das ist mal die absolute Weisheit, rot gelesen und das spezielle Wissen von etwas. Das ist was Existierendes und das ist im Hintergrund mehr oder weniger die absolute Datei. Das kann man jetzt natürlich stufen, wo ich sage, das ist Gott, das ist das Internet. Das ist die große Kollektion, aus der alles entspringt. Das ist Continuum. das blaue B ist jetzt immer konstruiertes Wissen, das sind Facetten. Man kann dann Facetten draus machen, das F, da sind wir auch drauf eingegangen. Und jetzt ist dieser Satz eine unvollkommene Lehre, hat immer Widersacher, Feindbilder. Jeder Glaube, jede Religion, die im Widerspruch zu einem anderen Glauben steht, ist zwangsläufig unvollkommen. Das ist eine ganz, ganz simple Erkenntnis. Und jetzt spiele ich hier dieses kleine Video, die Stelle ein, ich lasse das jetzt extra mal laufen, ganz kurz anlaufen. Google hat ja in den letzten Wochen und Monaten 10 Millionen Seiten gesperrt, insgesamt über 44 Millionen. Das heißt, da läuft eine Zensur, die bestimmen, was du wissen darfst und eben nicht. Und früher hat man Ich die. sage jetzt gleich von vornherein, das ist sehr wichtig, du hörst jetzt wieder Worte. Und aufgrund dieser Worte denkst du dir was aus. Das, was du dir ausdenkst, ist nicht da außen in der Welt. Du träumst. Du denkst es dir aus dem absoluten Mittelpunkt, aus der roten 800 hinein in dein Inneres. Und jetzt, dass diese Information, die du hast, die denkst du dir jetzt zusätzlich noch um dich herum aus, dass da außen ein Google ist. Ich sage, es existiert überhaupt kein Google, wenn du nicht an Google denkst. Und wenn du an Google denkst, ist es zuerst einmal bloß ein Gedanke von dir. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist das Trügerische. Du musst, und das wiederhole ich immer wieder, bevor du müssen, ich sage jetzt wirklich müssen, wenn du wach werden willst, das erste und das zweite Gebot halten. Als träumender Geist bist du der Gott für die Welt, die du träumst, die sich nur in deinem eigenen roten Kopf abspielt.
Mach dir kein Bild von dir selbst. Du bist nicht in der Lage, an dich zu denken, ohne dich zu einem Gedanken von dir selbst zu machen. Ich rede jetzt mit einem roten Geist. Rot heißt, es ist etwas, was nicht existieren kann, als Ding an sich. Und mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Das heißt nicht, dass du dir nichts ausdenken darfst. Wir haben zwei Schichten. Denken wir uns aus der absoluten Datei, aus dem Internet, was heraus auf unseren geistigen Monitor als Information? Oder machen wir jetzt das, was in unserem geistigen Monitor, in unserem Kopf innen ist, innerhalb eine Information ist, machen wir da eine Außenformation? Ja. Und das kann ich durchaus machen, dass ich sage, ich kann mir ja auch ein Osterhasen und ein grünes Maßmännchen ausdenken. Aber da ist mir klar, dass das nicht da außen ist. Das ist nur hier und jetzt, weil ich das denke. Ja. Das ist der Schritt, das bedeutet es. Ist so einfach, oder eigentlich? Es ist so unendlich einfach. Und jetzt, bevor wir hier, ich komme dann nochmal auf Sätze, die ich wirklich tausende Male wiederholt habe, und du wirst merken, wie unendlich geistlos du noch bist, wenn dein Ego so übermächtig ist. Was meine ich damit? Ich fange nochmal an mit in einer Trinität. Ein Beispiel, das mit Sicherheit auf 500 Selbstgesprächen drauf ist. Die Sache mit dem Ersten und mit dem Zweiten. Mhm. Jetzt denken wir uns einmal drei Menschen aus. Denk dich selbst aus und zwei andere, die du beobachtest. Als ausgedachter Mensch. Und immer daran denken, Gedanken können nichts beobachten. Es erlebt nur der Geist, der du bist. Der träumende Geist erlebt den Traum. Niemals diese Figuren. Und jetzt sage ich, der Erste, der eine von den Zweien, der behauptet nur Sachen, wenn du dem zuhörst, kannst du jeden einzelnen Satz hier und jetzt sofort überprüfen. Das ist das, was ich dir versuche beizubringen, wenn du dir Selbstgespräche anhörst. Ja. Der Zweite, alles, was er behauptet, das sind übrigens alle religiösen, alle esoterischen und naturwissenschaftlich verbreiteten Schwätze in deiner Traumwelt, kannst du prinzipbedingt nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Und jetzt frage ich dich, wem würdest du mehr vertrauen? Demjenigen, dem Ersten, der nur Sachen behauptet, wenn du diese Gedankengänge mitgehst, die du sofort überprüfen kannst. Oder dem, der Sachen behauptet, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Ob es zum Beispiel an Jesus gegeben hat. Ob er irgendwann einmal passiert ist. Ob die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht. Ob du von deiner Mutter geboren wurdest. Es erscheint dir alles so unendlich logisch, weil du so programmiert bist. Aber wie krank bist du selbst eigentlich, wenn du etwas, was dir logisch erscheint, in der Qualität höher einstufst, wie das, was du sofort überprüfen kannst, dass das sogar so weit geht, dass ich dir was erkläre und du sagst, das stimmt nicht. Wenn du das jetzt, und der Witz, die Erfahrung lehrt, dass wenn du das eine 10, 15 Jahre wieder normal als Brüssel ständig dir bewusst machst, kommst du aus diesem Hexenkessel nicht raus. Ja, ist so. Wir wissen das. Ja. Der Redo Brösel und der Udo Brösel. So, wir hören nochmal da kurz noch ein bisschen weiter. Die Bücher verbrannt, ja, oder Stefan Zweig war international nicht mehr, also in Europa nicht mehr erhältlich. Heute sperrt man die Leute aus, aber die Leute, die das machen, sind genau dasselbe. Also die, die damals Stefan Zweig auf den Index gesetzt hat oder die Bücher verbrannt haben und die heute das bei Google organisieren und die das mittragen, Journalisten. Was ist die Falle? Er macht jetzt diese Figur, die wir uns denken, ist nur ein Pixelmännchen. Und ich betone immer wieder, du musst nur Cut machen, alle zwei Minuten Cut, was ist jetzt eigentlich da? Und dann schaust du, wie du das interpretierst. Selbst wenn ich jetzt sage, du hörst jetzt keine Menschen sprechen, das ist auch kein Mensch, das sind flackernde Lämpchen oder nicht flackernd, wenn es ein statisches Bild ist. Und es ist ein Lautsprecher, die Geräusche macht ein Lautsprecher. Selbst das ist schon wieder ein logisches Konstrukt, zeig mir den Lautsprecher. Nein. Dann musst du in die Kiste reinschauen. Das ist, du lebst in logischen Konstrukten. Und ich habe hier jetzt erst beim Spazierengehen, jetzt mache ich wieder von Brösel zu Brösel mit meiner Marin, sage ich, wenn ich jetzt so einen Stress machen würde, es wäre spaßig, ich mache mal einfach einen Judenstern auf Brustpfanne draufgenäht, so wie man das aus Hitlerfilmen kennt, und dann schreibe ich drunter, Vorsicht, nicht geimpft. Genau. Es ist, auf die Impfung müssen wir eh nochmal drauf eingehen, dass du feststellst, wenn wir die Perspektiven verändern, dass das so krank ist. Ja. Und jetzt kommt das Entsetzen, wenn dir das bewusst wird, wieso kriegt das denn keiner mit? Mhm. Kann irgendeine Figur was mitkriegen, die du dir denkst, in der Hartnäckigkeit, wie sich das bei dir wiederholt? Dann sind sofort die Illuminaten da. Mhm.
Das sind alles Gedanken. Gedanken sind so, wie du sie dir denkst. Du sperrst dich selber in ein Gefängnis deines Denkens ein. Sind genau dasselbe. Also das Dilemma sind jetzt nicht die, die danach suchen, sondern die, die das mittragen. Also das Dilemma ist immer, dass du meinst, du müsstest dich von zwei Möglichkeiten für eine entscheiden, die richtig ist und die andere ist verkehrt. Ich betone immer, bei Holofeeling geht es überhaupt nicht darum, was richtig und verkehrt ist, sondern einfach um das Bewusstsein, das du benötigst, das du bist, um zu erkennen, was ist jetzt eigentlich da. Genau. Und was für ein Schwall von Interpretationen lege ich mit diesem zweiten, mit diesem Intellekt, den ich zum Denken benutze, mit meinem Schwamminhalt über diesen Reizauslöser und erkläre mir alles unheimlich logisch, was ich nicht einmal überprüfen könnte, wenn ich wollte. Ja. Kannst du, wenn du jetzt in dir Klingelingeling auftaucht, mein Klingelingeling-Beispiel ist extrem tief, kannst du überprüfen, ob da außen einer ist, der dich anruft, oder ist das einmal das Klingeln da als erstes? Das Klingeln wäre jetzt der erste. Es ist einfach nur ein Geräusch und du reagierst auf dieses Geräusch mit deinen Gedanken an das Telefon und an einen Anrufer. Aber dieses Austauschen von Informationen passiert im ewigen Hier und Jetzt und hat nichts mit einer chronologischen Abfolge zu tun. Okay, das ist einmal die erste Stelle, das, wo ich hier drauf eingehe. Da habe ich jetzt die 800 nochmal genauer erklärt. Das ist also so eine Unterform, das ist jetzt Rückübersetzungen, Aktualisieren, Fortschreiten, Verwirklichen, Wahrwerden, die Rode, der Totalwert, ist 800. Und jetzt wird es interessant, auf dem Laufenden halten. Das, was läuft, sind deine Gedankenwellen. Das ist, Ha-All ist, die Quintessenz ist Gott. Und dann haben wir, können wir jetzt zum Beispiel gespiegelte Existenzen lesen. Ja. Auf den neuesten Stand bringen. Ich setze dich in Bewegung. Interessant ist, in dem Wort Stand haben wir auch das AND drin. Das ist das Auf und Ab. Ja. Ich werde auf und ab schwingen, wenn wir die Worte AND hebraisieren, alle als Vorsilbe gelesen. Dann heißt es, ich werde zu einer existierenden Öffnung und dieses END ist das Auf- und Abschwingen. Ja. Und dann kriege ich hier schon das Pri. Ja. Das ist natürlich immer ganz interessant. Was ist das Pri? In dem Moment, wo mir das nämlich bewusst ist, kriege ich die Genesung und die Vollkommenheit, weil ich nämlich jetzt weiß, dass Wellenberg und Wellendal dasselbe ist. Ich kann natürlich auch lesen mein Äußeres. Ja. Weil BR ist doch das Äußere. Ja. Interessant ist hier jetzt, da ist der eine in der Mitte, das wäre jetzt die Quintessenz, da kann man auch eine 5 setzen. Ja. Und dann haben wir, das ist unser Einheitskreis. Ja. Plus, 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 minus, 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 plus. Ja, 4 Quadranten. Die sind jetzt gleich und jetzt haben wir unsere 3, 4, 3. Aber ja. Da sind wir so reichlich in der Holoarithmetik drauf eingegangen. Da hast du den Jesus, da hast du alles drin, das Fischzeichen komplett, den Tetraeder, Spiegelstruktur, Hüben 3 und Drüben 3. Das, die ist eine. Das ist, Abwasch ist ja immer der gespiegelte Wert. Ja, ja. In Bezug auf die Zeichen. Mhm. So, und jetzt ist es also so, ich muss das einmal wegfahren, da kann ich jetzt, sonst schaltet der immer ein, wenn du das jetzt lesen musst, auf den Laufenden halten, updaten. Dort ist der Glaube. Mhm. Das ist ganz wichtig und der erzeugt Existenzen. Ja. Der wirkliche Glaube, das göttliche Gesetz, das Dien, das Dien-G. Das Gesetz Gottes, des Geistes an sich. Und jetzt ist es natürlich ein geistloses, lesen wir, ich will da nicht hinfahren, weil sonst fährt er immerhin, ein geistloses Programm ist nicht in der Lage, ein sinnvolles Update, das sind die Ohrenbarungen und die Selbstgespräche des Jahres, ich bin du, von einem selbstzerstörerischen Virus, das sind die Scheinweitheiten weltlicher Gesinde, Experten und religiöse Weltverbesserer, zu unterscheiden. Es wird, je nachdem, was es an kompatibler logischer Struktur in sich selbst vorfindet, unwidersprochen das eine oder das andere logisch abarbeiten. Ja. Kurz gesprochen, ob du ein Computer als Ding an sich, als geistlose Rechenmaschine, wenn die Daten sich verändert werden, für den Computer, der kriegt es ja insoweit nicht mit. Ja. Er kann nicht unterscheiden, ob das ein Update ist oder ob das ein Virus ist. Es ist einfach eine Veränderung der Logik, auf die der Computer selber keinen Einfluss hat, als wenn das aus einer Jenseits, aus einer höheren Ebene passiert. Mhm. Und jetzt ist es der geistlose Materialist. Er arbeitet seinen zerstörerischen Virus genauso ab wie ein demütiges Gottesprogramm seine göttlichen Updates. Ja. Bloß das führt dich in die Welt der Zerstörung und in des Hasses. Mhm. Und die Updates in die Welt der roten Liebe. Ja. Schon, das sind jetzt Kleinigkeiten. Du hast ja jetzt den reingestellt,
Den kann man sich anhören und da wirst du feststellen, das ist alles Materialismus. Die wollen die absolut. Menschen, die sie sich selber ausdenken. Absolut. Ja. Das ist absolut. Mhm. Versuch doch nicht, Menschen zu retten, die du dir ausdenkst. Das sind Gedanken von dir. Ja. Weißt du, wie oft ich immer wieder sage, was löst das Wort Mensch jetzt dieses Geräusch für eine Vorstellung in dir aus? Ob ich das Wort Mensch jetzt Gedanke nenne oder ich nenne es Information, es wird erst zu einer bildlichen Vorstellung, wenn du aus diesem Wort in Maßsetzung deiner Wortauslegung dir jetzt zumindest gedanklich ein Bild vorstellst, eine Menschheit. Ich habe mir immer gesagt, was denkst du bei dem Wort Menschheit? Schau in dich rein, der Programm schreibt dir vor, 7 bis 8 Milliarden Trockennasenaffen, die sich auf einer Kugel befinden, die sich um die Sonne herumdreht. Kannst du es beschwören oder äffst du schon wieder nach? Du wirst es ein Gedanken von dir niemals erklären, der wird sich massiv dagegen wehren. So, jetzt habe ich da so, das sind immer andere Einstartpunkte, hören wir mal, was er jetzt sagt. Dass wir permanent nur abgelenkt werden damit, dass wir irgendwas konsumieren müssen oder irgendwas kaufen müssen oder irgendwo irgendetwas hinterherrennen müssen. Das permanente Ablenken kann man natürlich auch rot und blau lesen. Meine ich, ich werde von Gott UB86 gelenkt oder ich werde abgelenkt von dem, was in mir aufblüht, wenn ich AB blau schreibe. Anstelle uns selber auf die Suche nach uns zu machen, uns zu finden. Und uns selbst. Ja. Ich bin du und du bist ich. Hast du dich jemals auf die Suche gemacht nach dem, der du wirklich bist? Du bist so felsenfest davon überzeugt, dass du der Gedanke bist, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist der dargestellte Wahn in dir selbst. Das nennt man Schizophrenie. Schizophrene, ein gespaltenes Bewusstsein. Ich Denker, jetzt natürlich ein ausgedachter Denker. Der Witz ist ja, dass schon ein Denker, den du dir ausdenkst, in dem Moment ein Objekt wird. Genau. Wenn ich ein Bärchen aufbaue zwischen einem Denker und seinen Gedanken, ist der Denker das Subjekt, so nennen wir das, und die Gedanken sind das Objekt. Ja. Aber wenn ich dieses These- und Antithese-Bärchen anschaue, ist ja auch die These, das ausgedachte Subjekt, ein Objekt von dem, der sich dieses Bärchen aufschmeißt. Ja. Das ist diese schöne Reihe der Ichs, auf die ich jetzt zigfach eingegangen bin in einem vorhergelegten Selbstgespräch. Genau. Mit dieser Tafel. Dabei auch eben ja, unser Talent zu entdecken und das, wofür... Das ist eben. Eben ist die Nulllinie, unser Talent zu entdecken. Wir uns wirklich interessieren. Bei dem einen ist es irgendwie Interesse an Quantenphysik, der andere möchte noch ein Instrument lernen, wiederum jemand Drittes, keine Ahnung. Ich sage jetzt in deiner Personifizierung als Brösel in einem Traum, in jedem Leben lernst du was anderes. Und du lernst nur, wenn dich das im tiefsten Innern interessiert. Ich weise das immer wieder darauf hin. Alles, was du lernst, um einen Beruf, um Geld zu verdienen, das du eigentlich mit einem relativen Widerwillen machst, das ist ein reines Sich-Selbst-Programmieren. Um einen Titel, einen Doktortitel zu kriegen. Wirklich lernen tust du das kleine Kind, das hier die Kacke im Mund nimmt, das alles sich eins machen will, dass du aus einem tiefen Interesse heraus was selbst erforschen willst, dann lernst du. Ja. Aber nicht, wenn du auswendig lernst und rezitierst. Das wäre jetzt einmal der nächste und jetzt mache ich da nochmal einen, da springen wir jetzt nochmal einen rein, nochmal eine Stelle, hör dir das einmal an. Dass wir das alles tun und das nachplappern und so leben und uns verbiegen, hat doch damit zu tun, dass wir unglaubliche Angst haben, herauszufinden, wer wir wirklich sind. Und diese ganze Gesellschaft basiert ganz stark auf Angst, denn wenn du nicht mitspielst, dann ist die Angst, isoliert zu werden. Ja, isoliert und also ist die Angst, isoliert zu werden und es ist auch die Angst vom Tod. Sowieso. Ich habe vom Angst gar keinen Tod, vom Tod gar keine Angst, das ist mein Freund, weil ich sterbe jeden Abend ein Stückchen. Man muss sich mal... Du stirbst, wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, wirst du von Augenblick zu Augenblick sterben und von Augenblick zu Augenblick, da müssen wir hin, in einem neuen Körper, in einem neuen Gedanken wiedergeboren. Das ist das, Holofeeling ist kein esoterisches Geschwätz, wenn das verstanden ist. Und jetzt ist das wirklich einfach nur in einen Zustand dich versetzen musst. Das ist ja diese schöne Sache mit diese Einheit, dieses Rudolf-Steiner-Zitat, das ich in den Ohrenbohrungen und auch in der Holo-Arithmetik nochmal farbig gelesen darstelle, dass du zum Beobachter deiner eigenen Informationen wirst, und zwar zum bewussten Beobachter der eigenen Informationen, so wie ein träumender Geist bloß den Traum erlebt, ohne dich einzumischen. Dir bewusst machen, was
taucht jetzt in mir als Reizauslöser auf und wie reagiere ich darauf? Mhm. Das ist, verlagere den Fokus auf dein Wertesystem und dann kannst du sehen, wie deine Reaktionen auf die Bilder im Hier und Jetzt mit Lichtgeschwindigkeit die 200 Gramm Rudi Giering umformen. Genau. Das muss installiert sein, das ist permanentes Wachsein. Ja. Da musst du nichts tun. Das Leben in deiner Rolle lässt du ganz normal weiterspielen. Du wirst Wunder erleben über Wunder. Du wirst plötzlich Einsichten kriegen, vor allem wenn die Vatersprache dazu kommt. Ja. Die sage ich auch von vornherein, wenn du jetzt Kaufmannsding hast und du meinst, du musst es lernen, dann funktioniert es nicht. Ja. Es muss dich im tiefsten Innern interessieren. Und dann geschieht es von selbst. Ja. Und dann geschieht es von selbst und dann wirst du sowieso, kommst du in einen wahllos. Das ist schon die Worte, wenn ich jetzt auch in einen zeitlosen Zustand, muss ich zuerst einmal wissen, was verstehe ich unter dem Wort Zeit? Ich betone immer wieder, an was denkst du, wenn das Wort Ich in dir auftaucht? Wir haben vier verschiedene Ichs. Denkst du an deinen Körper, an den aktuellen Körper? Denkst du an dich als Mensch? Und da wirst du jetzt immer mehr merken, die Klugen dieser Welt, wie unendlich geistlos die sind. Ja. Dass er auch immer wieder darauf hinweist, dieses große Archiv deiner Vergangenheit, das du hast, habt ihr denn von eurer Vergangenheit nichts gelernt? Ich sag dir von vornherein, niemals wird ein Gedanke, den du dir denkst, was lernen können. Das heißt, niemals wird irgendein von dir ausgedachter Trockennasenaffe, das du Menschen nennst, lernen können. Das ist nicht herzlos, was ich dir jetzt erkläre, das ist das, was ist. Die rote Liebe ist folgendes, dass du jetzt als Brösel durch den Zoo gehst, wo ich sag, in der Bibliothek gehst, in der Videothek gehst und du erfreust dich an allem, was in dir auftaucht, ohne die Sachen, die du in deinem Traum in dir selber aufwirfst, in dir entfaltest, irgendwie vorzuwerfen, dass sie so sind, wie sie sind. Ich kann alle Tiere lieben. Die Giftigen, die Hässlichen, hässlich ist schon wieder Definition meiner Logik. Die Bösen, wer ist böse? Geh doch in politische Bereiche rein. Geh bloß in die Politik. Geistlose Schwätzer, da wo nur eins zählt, das kannst du einfach nur beobachten. Das ist natürlich jetzt eine Währung, wo ich jetzt gleich sage, wenn du sehr wach bist, sind es deine Währungen, deines Programms, weil die Menschen als Ding an sich sind ja schon Spiegelbilder deines Abi, deines Charakters. Genau. Das heißt, wenn die Welt um dich herum scheiße ist, und jetzt greife ich auf ein ganz scheißes Exkrement herausgetreten, du musst die Wörter immer beobachten, ob du da sofort wieder einseitig bist. Nein. Das ist also hier diese alte Metapher von mir, stell dich vor einen Spiegel jetzt als Brösel. Und du wirst feststellen, wenn du lächelst, lächelt der Spiegel. Und wenn du heulst, heult der Spiegel. Du weißt, wie oft dich dieses alte Bein... Ein Unterbruch. Ist es wieder da? Muss nochmal wiederholen. Es war ganz wenn kurz, das Bein... Wenn du dich den Spiegel hinstellst, jetzt als Brösel. Ja. Und du lächelst in den Spiegel. Das ist so ein simples Beispiel. Dann lächelt ein Spiegel. Wenn du heulst, dann heult das Spiegelbild. Immer dran denken, du bist nicht der vorm Spiegel und der hinterm Spiegel, du bist das Zentrum, das sich das auseinanderdenkt und immer eine Seite anschaut. Das waren jetzt übrigens die vier Seiten. Mhm. Und die vier Seiten sind sehr wichtig. Mhm. Die vier Seiten sind immer gleichzeitig da. Das heißt, die Frage beim Richter, ist er schuldig oder ist er unschuldig? Das sind zwei Seiten. Und dir muss immer klar sein, sich von zwei Möglichkeiten für eine zu entscheiden, ist Selbstentheiligung. Ja. Das heißt, wir haben nämlich jetzt auch die Möglichkeit, dass du einen schuldig sprichst, obwohl er unschuldig ist, und dass du einen frei sprichst, obwohl er schuldig ist. Und wenn du die jetzt alle vier gleichzeitig hast, dann kommst du in die Quintessenz. Genau. Das heißt, es stellen sich keine Fragen, du musst dir den Kopf nicht zerbrechen, stimmt es oder stimmt es nicht, sondern du musst der werden, der in der Selbstbeobachtung erkennt, dass du noch Einseitigkeiten anstrebst. Genau. Ist eine Welle eigentlich ein Balk oder ein Dolch? Das ist das Beispiel. Ja. Haben jetzt die Querdenker Recht oder die Offiziellen Recht? Das ist das, was du zu lernen hast. Und jetzt ist natürlich das Schöne an dem Spiegel, dass dann die Menschen immer definitiv dann sagen, ja, wenn die Welt jetzt ein vielfältiges Spiegelbild meines Charakters ist, ich könnte jetzt ganz einfach sagen, dass wenn du eine Datei hast, alle Bilder, die im Arbeitsspeicher aus dieser Datei im Arbeitsspeicher entspringen, sind alle gleichzeitig da, aber wie Puzzlestückchen, die im Arbeitsspeicher heilig sind. Mhm. Weil du immer nur eine Seite, eine Hälfte anschaust. Ja. Und jetzt ist es der vorm Spiegel, der lächelt und im Spiegel lächelt. Mhm. Ist nur eine Seite, die andere Seite wäre der heulende vorm Spiegel und hinterm Spiegel. Ja, genau. Das sind grobe Metaphern. Mhm.
Und jetzt mache ich ein ganz altes Beispiel von mir, das ich etwas verfeinere. Wenn jetzt welche sagen, ja, die Welt ist ja noch so schlecht. Ich sage, nee, du bist so schlecht. Das ist dein Spiegelbild, das Spiegelbild deines Glaubens. Ja. Es ist das Spiegelbild deines momentanen Glaubens. Da ist von der Liebe, Liebe deine Feinde, ist überhaupt nichts da. Und jetzt dreht sich durch den Materialismus die Kausalität um. Das heißt, der Denker, und das ist ein Satz, den ich immer wieder wiederhole, und es ist nicht an mir, dass ich das wiederhole, ich mache das für dich. Ist es so schwer zu verstehen, dass ein Denker prinzipiell mächtiger ist wie alles, was er sich denkt? Also du kriegst so eine feine Antenne, wenn du jetzt ein Video dir anschaust, wo dir jeden Moment bewusst ist, was soll mir das jetzt sagen? Höre ich sehr aufmerksam zu, wenn wir dann die Schutzzuweisungen machen. Wenn ich mir jetzt bewusst die als Denker denke, die natürlich Gedanken von mir sind bloß, ich lerne, tut im Traum nur der Geist, der träumt. Wie unendlich geistlos sind die eigentlich, wenn die sich Deppen ausdenken oder Illuminaten oder böse Politiker ausdenken, die ja gar nicht existieren, wenn die nicht gedacht werden. Die bessere Frage ist, was zwingt mich ständig, das zu denken? Ja. Die Logik, die ich zum Denken benutze, die ist fehlerhaft, mein Schwamminhalt. Ja, den Schumann muss man sich anziehen. Den werde ich erst durchschauen, wenn ich mich wirklich drüber erhebe oder mich abseits stelle. Das Abseits, rot gelesen, ist es Jenseits. Das ist immer. Ich muss zu einem Immer sein werden, der sich nicht verändert. Aber der kann ich selbst ja nur sein, wenn ich etwas bin, was nicht als Ding an sich nicht mehr existiert. Genau. Weil das Existierende verändert sich ständig. Es kommt und geht. Und jetzt haben wir diese gigantischen Physikbücher, die ich immer wieder darauf hinweise, die stimmen die Vakuumfluktuationen. Ja. Dass aus dem absoluten Nichts, das man selbst ist, immer Teilchen und Antiteilchen entspringen. Mhm. Und wieder in sich selber sich auslöschen. Ja. Aus dem absoluten Nichts, den Vakuum, das natürlich jetzt ausgedachterweise von den Physikern eigentlich auch schon wieder zwei Seiten sind, nämlich das Gefäß, wo man sagt, da ist nichts drin und in dem Nichts entspringt was. Das ist wie wenn ich in der Blasenkammer reinschaue. Ja. Mit einseitig ausgelegter materialistischer Logik wirst du das nie in den Griff kriegen. Ja, klar. Ja. Da ist keine Welt aus. Das Universum ist das in eins gekehrte. Der Kosmos ist die Ordnung. Ja. Das hat zum Beispiel unser Kirchhoff auch noch nicht verstanden. Der ist da noch relativ, dass da außen eine Welt ist, die er sich ausdenkt. Ja. Die Welt ist ein Traum. Mhm. Und jetzt ist mit dem Spiegel, dass ich sage, mir trenne jetzt einmal die Kausalität. Da sitzt einer, ein kleiner Bub, und der heult und der sitzt vor einem großen Spiegel. Mhm. Du weißt, wie oft ich das erzählt habe. Und jetzt komme ich und sage, Huberle, was ist denn los mit dir? Warum bist du so traurig? Und dann sagt er, schau mal, Papa, da sitzt der kleine Junge, wie traurig der ist, und das macht mich so traurig. Mhm. Und dann lächle ich und ich sage, du Depp, du kannst doch nicht behaupten, dass du traurig bist, weil der, der da sitzt, traurig ist. Mhm. Du bist das Subjekt, du bist der vorm Spiegel, der da heult, heult, weil du heulst. Das ist die Hierarchie, genau. Das ist die Hierarchie. Das ist immer der vorm Spiegel. Jetzt müssen wir da nicht aufpassen. Normal gedacht ist mächtiger wie der im Spiegel. Weil der vorm Spiegel bestimmt, was im Spiegel auftaucht. Das ist materialistisch jetzt logisch, geht den Gedankengang mit. Mhm. Aber im Spiegel heißt im Rai, im Kopf des Schöpfergottes, das hebräische Wort für Spiegel, wir haben es tausendfach hingestellt. Der im Spiegel, der im Kopf des Schöpfergottes, ganz im Zentrum, der ist wie ich dick, der ist der Mittelpunkt, der ist mächtiger wie das, was er sich vor dem Spiegel hindenkt. Ja, 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 ja. Das ist nämlich die ausgedachte Welt. Ja. Und jetzt machen wir das mal auf Bewegung. Ich sage, wir denken uns an so einen Ballettsaal, wo eine ganze große, ein Tanzsaal, eine Tanzschule, Ballettschule, wo eine Wand ein riesengroßer Spiegel ist. Mhm. Und die jungen Mädchen und Jungs, die da tanzen lernen, die stellen sich ja gerade beim Ballett, stellen sich dann vor den Spiegel, dass sie sich selber kontrollieren können. Ja. Und da rennt jetzt, wir sagen, in dem Raum mit dem großen Wandspiegel, rennt einer vor Angst und Schrecken getrieben ständig hin und her und schaut in den Spiegel rein und betet zu Gott. Lieber Gott, mach doch endlich, dass der stehen bleibt. Ich sage, er verlangt, dass ich was für ihn mache, was er selber in der Hand hätte. Er müsste bloß selber stehen bleiben. Mhm. Du musst der Erste sein. Ja. Du bist der Erste für die Welt, die du träumst. Ja. Und du machst dich zu einem erbärmlichen Affen, der alles nachäfft und Angst hat dass er zerstört wird, dass er ein Virus kriegt, dass er krank wird.
Das ist ja jetzt mit den ganzen Zahlen, die jetzt überall gelöscht werden, wo wir in die vorhergehenden Selbstgespräche gehabt haben, dass das so deine Welt, deine Traumwelt ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Es geht nicht darum, dass du irgendjemanden überzeugen müsstest, den du dir ausdenkst. Du hast genügend damit zu tun, dich selbst zu überzeugen. Das ist diese Metapher. Willst du deine Welt verändern, verändere zuerst einmal dein Land, verändere deine Familie. Letztes Selbstgespräch. Geht nicht. Verändere dich selbst. Inwieweit bist du dabei, dich selbst zu verändern? Da muss ich zuerst einmal wissen, was ich selbst bin. Und dann erkenne ich zuerst einmal, dass ich selbst, wenn ich erkannt habe, was ich bin, mich gar nicht verändern kann, weil nichts kann sich nicht verändern. Das ist natürlich jetzt eine einseitige Aussage. Wie geht es jetzt, wenn ich sage, ich bin die 200 Gramm rote Niete? Die ständig ihre Form verändert. Ein träumender Geist, der ständig seine Informationen verändert, haben wir jetzt nämlich die zwei Seiten, die wir immer brauchen. Er selbst als träumender Geist bleibt immer derselbe Geist. Ich sage auch, der Leser eines Buches ist das ganze Leben, wo er liest, ist immer derselbe Geist, derselbe Leser. Der es erlebt, verändert sich nicht, weil er ein absolutes Nichts ist, ein undenkbares Nichts. Was sich verändert, ist seine Information. Aber die verändert sich immer symmetrisch. Das ist mit den Gedankenwellen, da bin ich so physikalisch drauf eingegangen, darum ist auch das Solo-Feeling hundertprozentig überprüfbar ist, aber nur vom Geist. Da geht es nicht mehr um Glauben. Es ist zum Beispiel auch der Widerspruch. Ist jetzt die Welt materialistisch, unser Bobber, oder ist er idealistisch? Das ist wie, ist jetzt der Welt ein Berg oder ein Tal? Sowohl als auch und weder noch. Das sind die vier Seiten. Ich werde es dir erklären. Der Trick liegt woanders. Das Erste, du musst eine feine Antenne kriegen, wenn du merkst, dass dein Ego, dein Wertesystem schon wieder versucht, von zwei oder mehreren Möglichkeiten eine Seite als richtig umzusehen. Das ist die Selbstentheiligung. Wenn du permanent weißt, dass das ein Beispiel, was eine Tasse ist, ist für dich überhaupt keine Diskussion mehr möglich, ob der Henkel rechts, links oder sonst was ist, dann soll ich, das hängt ab vom Standpunkt. Wenn ich weiß, was Religion bedeutet oder Politik bedeutet, geht es nicht mehr darum, ob die Rechten oder die Linken recht haben. Es hängt ab vom Standpunkt. Aber jeder Standpunkt, der eine einseitige Sichtweise darstellt, ermöglicht, erfordert, dass du die Mitte verlässt. Ja, genau. Und das kann ich gedanklich machen, ohne dass ich die Mitte verlasse. Ich kann mir nämlich jetzt eine Tasse vor mich hin denken und mich denken, ich bin der Kameramann und ich kreise um die Tasse herum. Ja. Ich kann mir auch die Tasse in die Tasse hineindenken oder in das Zimmer, in die Küche hineindenken und dann schaue ich einfach, verändere ich meine Blickwinkel. Ich bleibe dabei immer in der Mitte. Ja. Die kann ich sowieso nicht verlassen als Geist. Nein. Weil ich immer hier und jetzt bin und alles, was ich erlebe, taucht hier und jetzt in mir selber, in diesem Zentrum der Kamera Obscura auf. Die Peripherie ist eine Illusion. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Frage stelle, ist jetzt die Welt materialistisch, so wie man sich den Materialismus vorstellt, eine materielle Welt mit Raum und Zeit da außen, auch ohne Geist, oder ist er idealistisch, dass das ja alles nur Gedanken sind? Wenn du dich für den Idealismus jetzt entscheidest und du meinst, Holofeeling ist idealistisch, hast du überhaupt nichts verstanden. Weil Idealismus negiert nämlich Materie und sagt, das ist ja alles Maya, das existiert ja nicht. Genau. Und eine erste Grundannahme ist, eine sinnlich wahrgenommene Information ist das, was er ist. Schau einfach, was jetzt da ist. Schau den Computer vor dir an. Das ist jetzt eine sinnlich wahrgenommene Information. Ich mache jetzt immer noch auf deiner Verabredung, dass du merkst, es ist nur zwei unterschiedlich flache Bilder und flach ist unendlich dünn, damit zwangsläufig nichts, erzeugt in dir Illusion, dass vor dir in einer gewissen Entfernung was sein sollte. Und ich weise immer noch darauf hin mit der Entfernung. Das sind die vier Phasen vom Einheitskreis. Das ist, wenn das viele nicht mitkriegen, ich schalte jetzt extra noch mal kurz ein. Bildschirm dahin. Alles, mit Holofeeling beweise ich dir alles. Wir machen die Vorsilbe End nochmal. Die habe ich in zig Selbstgesprächen. Wenn du einfach drüber fliegst und dir die Zeit nicht nimmst, hast du verloren. Jetzt können wir natürlich die Reihenfolge machen. Schauen wir, fangen mal von 4 bis 1 an. Drückt End, die Vorsilbe End wohlgemerkt, drückt in Bildung mit Verben ein Herausgelangen. Du entfernst etwas, indem du dir etwas ausdenkst. Es ist ein Herausgelangen, heißt, dass ich jetzt rein gedanklich aus dem im Arbeitsspeicher, in meinem Wissen, ein Bastel, Weg nehme und nach außen stelle.
drückt in Bildung und in Werben einen Weg in ein Entfernen aus. Das ist jetzt es. Plus, 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 minus, drückt im Bilden Substantiven einer Endung aus, dass etwas entfernt ist, minus, minus. Ja. Und die Rückkehr in die 1 drückt in Bildung mit Verben aus, dass etwas wieder rückgängig in den Ausgangszustand zurückkehrt. Das sind die 4 Phasen, 4, 3, 2, 1. Das ist die rote 4. Ja. Die 3, die 2, die 1 und du fällst dann wieder, dann kippt es wieder um. Ja. Das sind die 4 Phasen im Einheitskreis. Die 4, die rote 4 ist die Quintessenz. Mhm. Drückt in Bildung mit Verben den Beginn von etwas aus. Das ist diese Quintessenz des Zentrums. Ja. Drückt in Bildung mit Adjektiven eine Endung aus, dass eine Person oder Sache so wird, wie das Adjektiv es besagt. Diese Wie-Wörter. Das ist jetzt, das kann man immer ja noch mehr auffächern, aber das ist eigentlich das Erste, was du verstehst. Die Sprache ist Arithmetik. Das ist ein Computerprogramm. Das geht dann bis, ich erzähle dir was in die Zahlenebene hinein. Und jetzt ist es also so, dass der Idealismus, der sagt, das ist ja alles nur Gedanken, es ist nur Geist. Ich sage auch, Materie ist Information. Eine sinnlich wahrgenommene Information, schau den Computer an, gut, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, das ist jetzt deine Information. Aber jetzt kannst du ganz einfach mal, ich erschaffe jetzt mal was, was die ganze Zeit nicht da ist in deinem Kopf, durch Worte. Du machst nur mit, ich sage jetzt, jetzt denkst du an deine zwei Hände und die schiebst du jetzt in das Bild einer VR-Brille. Ja. Und jetzt gehst du und fasst dein Tablet oder was du gerade hast, die Tastatur oder das Tablet an und hebst es einmal ein klein bisschen hoch und jetzt hast du Gewicht. Ja, das ist eine sinnlich, du hast Härte, wenn du zusammendrückst mit den Händen, das spüren aber nicht deine Hände. Es sind alles Informationen. Es ist GWICD. Der Geist verbindet sein Ich mit der Erscheinung. Das ist GWICD. Gib das hoch und du spürst die Härte, du spürst es. Eine sinnlich wahrgenommene Information ist ja das, was er ist. Eine hundertprozentig sinnlich wahrgenommene Information. Und dazu gehört zum Beispiel Gewicht. Es gehört Härte dazu. Mhm. Der Unterschied zum Materialismus besteht darin, dass ich niemals das Erscheinungsphänomen Materie in dir träumenden Geist bezweifle, mit Holofeeling. Nein. Es ist doch sinnlich wahrgenommene Information. Es ist Härte, es ist Wärme, es ist körperlich wahrgenommene Schmerz. Was natürlich jetzt der Schmerz selber wieder feinstofflich ist, in Bezug auf das Körperteil. Ja. Aber es ist nur dann, wenn du es denkst. Mhm. Es löst sich im Nichts auf mit dem nächsten Gedanken, mit der nächsten Fokussierung. Ja. Das ist der Unterschied hier, dass der Idealismus ja die Materie als Ding an sich negiert. Darum ist das schlichtweg und einfach falsch. Ja. Der Materialismus wiederum negiert vollkommen den Geist, der das erlebt. Genau. Im Anfang von Materie. Es ist beides falsch. Zu glauben, zu streiten, ob jetzt die Welt idealistisch ist oder materialistisch, darum ist die Erkenntnis, du kannst weder das eine, das andere überprüfen. Mhm. Wieso? Weil beide zusammengenommen ein absolutes Nichts geben. Die ergänzen sich nämlich wie diapositiv und diapositiv. Mhm. Das ist die Wirklichkeit. Das ist diese absolute Einheit in Krishna. Genau. Und die sich wieder spiegeln können und können dann das Weiß, das Weib draus machen. Ich kann auch als das absolute das Weiße setzen. Das sind so auseinandergedachte, fehlerhafte Konstrukte. Ja, und uns interessiert ja eigentlich den, der sich diese beiden Systeme ausstellt. Richtig. Bei Holofeeling dreht sich alles um den, der das erlebt und der in der Mitte, im Zentrum der Kamera Obscura ist als Ding an sich All und La. Er ist das Nichts, in dem alles implodiert ist, und er ist das La, das explodierte, diese Lichtschöpfung, die man dadurch dann blau machen können. Und jetzt, sobald wir die 4 haben, sind natürlich 8 Seiten da, da sind wir auch reichlich drauf eingegangen. Und es macht dann immer wieder Angst. Du kehrst dann immer wieder wie ein räudiger Hund zurück in deine alte Logik, weil du sagst, das ist mir zu viel, das will ich nicht lernen. Ich sage, du wirst dich wundern, wie ewig dein Dasein ist in einem ständigen Wechsel und dann macht es keinen Sinn mehr, ständig immer denselben Kack zu wiederholen, sich in eine Einseitigkeit hineinbegeben. Das geht selbst jetzt in deinem Menschenleben in diesen 3x3x3 Wachstumsstufen. Ja. Du willst nicht immer Windelkind sein, du willst irgendwann einmal in die Schule und willst lesen und schreiben lernen. Du willst nicht immer nur in einer Schule sein, du willst irgendwann einmal in die Welt hinaus. Das ist das, was es ja ausmacht. Das sind die Lieder, wenn ich immer sage, jede Kleinigkeit, die Welt spricht zu dir. Es macht keinen Sinn, alle Bücher, die du liest, alles, was du machst mit deinem jetzigen Intellekt, hältst du dich in dieser Einseitigkeit gefangen. Und
ich komme dir entgegen, jetzt geistig gesehen, indem ich zuerst einmal sage, du musst an deinem Leben nichts verändern. Du musst, die Veränderung besteht darin, dass du zum Beobachter von dir selbst wirst. Ja. Dass dir bewusst wird, wenn du plötzlich wieder Angst, wenn dich Angst anfällt. Dass du einfach schaust, nicht dagegen dich wehren, sondern cut. Vor was habe ich jetzt Angst? Da wirst du feststellen, dass in der Zukunft was anders ist wie jetzt. Genau. Ja. Lass das auf dich wirken, bitte lass das auf dich wirken. Du hast eine panische Angst, dass in der Zukunft was anders ist wie jetzt. Ja. Damit verhinderst du eine vollkommen neue Information in dir. Zum Beispiel, dass du deinen Körper verlierst. Ja. Auf die Freiheit. Auf der anderen Seite bist du eingesperrt. In dein Kopfkino, wie in deinem, weil du so massiv überzeugt bist, dass der Körper auch dann existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Was so unendlich leicht zu widerlegen ist. Ich bin der Erste. Ich behaupte, dieser Körper, an den du denkst, wenn du an dich denkst, existiert nicht, wenn du nicht dran denkst. Es existiert auch kein Buch, wenn du einen spannenden Roman liest. Und es existiert dann auch kein Leser. Weil das, was existiert, ist das, was jetzt Information ist. Und was jetzt nicht Information von dir ist, existiert auch nicht. Es ist da, auf der jetzt aufgedachten Festplatte im Arbeitsspeicher, die aber jetzt auch nur existiert, wenn du dran denkst. Genau. Wenn du dir einen Film anschaust, ich sage immer wieder, die Datei, ich bleibe mal, wir können jetzt die DVD, der David, der Geliebte existiert nur, wenn du an ihn denkst. Mhm. Und wenn dasselbe ist die Geliebte, wann existiert die Diana, wenn du der Redo bist? Mhm. Wann existiert der Redo, wenn du die Diana bist? Mhm. Und ich sage, was du nicht denkst, ist in der Heiligkeit. Mhm. Das heißt, da ist nichts und niemand da außen, der leidet, der Angst hat, der es existiert erst, wenn du es denkst. Mhm. Das sind so alte Sätze, sage ich, Negerkinderchen in der dritten Welt. Die Negerkinder genauso wie die dritten Welt. Oh, ich bin politisch unkorrekt, weil ich sage Schwarze. Sag ich dir nicht Schwarzes Krishna? Ja. Die sind Krishna, die sind in dieser Heiligkeit, die sind im Zentrum des schwarzen Loches, wenn du sie nicht denkst. Und wenn du dir die ausdenkst, sind die so, wie du dir die denkst, hungrig oder sonst wie. Die Medien, wir haben diese extreme Manipulation aktuell jetzt bei Bild TV, du weißt, ich fange nicht nochmal an, was ich mit aktuell meine, dass sie hier in dem Video das Bild-Logo von dem Mikrofonkopf runter gemacht haben. Ja, ja. Da muss ich jetzt alle ein bisschen ansprechen. Weißt du, es ist mir ein leichtes, wenn wir reingehen, wie extrem faschistisch manipulierend dein staatliches Fernsehen ist. Ja. Das ist übrigens nicht auch da, was verkehrt läuft. Das sind viele in einem Führerscheinprüfungsbogen. Da außen sind auch keine, die daran schuld sind. Ich nehme all die Schuld auf mich. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass wenn ich mir jetzt was ausdenke, ich gehe runter auf einen Roman zum Beispiel, eine Geschichte. Ja. Deine Welt ist eine Geschichte, die du dir selbst ausdenkst. Dass ich nichts und niemanden, den ich mir in diese Geschichte hineindenke, weder eine Situation noch ein Mensch noch irgendwas vorwerfe, dass es so ist, wie es von mir erschaffen wird. Ja, eigentlich genau aus mir herausgeschöpft wird. Ja. Aus unendlich vielen Möglichkeiten. Ja. Ich zeige bloß mir, wir sehen das, ich mache wieder ein Musterbeispiel. Wir schalten den Fernsehen ein mit meiner Frau und dann kommen gleich wieder die Krankenhäuser an, so steigen wieder. Und dann ist ganz kurz, ganz massiv wuselnde Ärzte hier mit den Masken hier ganz, ganz schlimm. Die kommen schon wieder ans Limit, die Intensivstation. Ja. Und dann ist ganz klein, ganz kurz eingeblendet, ist man der Marion auffällt, Archivaufnahme. Ja. Jetzt gehen Sie schon von Nummer sicher. Ja. Wer kriegt das eigentlich mit? Ja. Aber wenn du da tiefer willst, wenn ich dir sage, Berichte von Bayern 3 und so weiter und so fort, zum Beispiel über Ivo Sasek, die schlichtweg und einfach gelogen sind. Nicht, dass ich jetzt ein Fan bin, dass diese Sekte irgendwie positiv wäre. Er bekämpft genauso Feindbilder. Seine Feindbilder ist die offizielle Presse. Und die offizielle Presse, Druck, Spiegelbild, schreit gegen die Presse, schreit gegen Ivo Sasek. Ja. Ganz gezielt. Lange Phase haben wir Updates gemacht, wenn dich erinnerst, mit Bayern 3. Ja, ja. Wo er dann immer wieder versucht, richtig zu stellen und zu zeigen, wie die Lügen sind, aber du erreichst die Masse. Ja. Aber letzten Endes, und jetzt kommt den Schuh, den du dir wieder anziehen solltest oder ausziehen solltest, zieh dir deine Schuhe aus, das, wo du drauf stehst, ist heiliger Boden. Genau. Und das, was deine Schuhe sind, diese Sandalen, wenn ich weiß, dass das hebräische Wort Sand, Kol, das Weltliche ist, du hast dir das Weltliche auszuziehen. Ja. Und das Wort hier für den Schuh, der hier benutzt wird, wo der Moses zu mir kommt auf dem heiligen Berg, no, zu den Brennenden, das ist letztendlich, heißt auch einhüllen, in einer Hülle stecken. Ja. Das ist deine Traumwelt. Ja.
Das ist die tiefsten Weisheiten, die du besitzt, sind deine Geschichtsbücher und Märchenbücher. Und dann wirst du merken, auch ein kleiner Satz, die Wahrheiten von heute sind die Sachen, wo die jetzt ausgedachten Menschen von morgen, die du letztendlich selbst bist, als Geist, als ewiger Geist. Du bist der Einzige, der morgen sein wird, weil du erkannt hast, dass alles, was morgen passiert, heute passiert. Ja. Morgen ist nämlich ein Gedanke, der nur heute gedacht werden kann. Sind die Sachen, wo die Menschen, die aufgestiegenen Geister von morgen drüber deckeln und sagt, meist sind mir Deppen gewesen. Mhm. Dass diese Selbsterkenntnis, wenn du die jetzt auf dich selbst anwendest, das gilt einfach dann auch für die Medizin. Ich habe immer früher gesagt, mein Lesch, wenn der im Mittelalter gelebt hätte, wenn Galilei kommt, der wäre der Erste gewesen, der schreibt, verbrennt ihn, wir Physiker wissen ja, und bei Ärzten ist es doch nichts anderes. Geh doch in deine Medizingeschichte hinein. Ja. Das hat sich ja so pervertiert. Aber nicht, dass da irgendjemand, den ich mir jetzt ausdenke, daran schuld wäre. Das ist der Unterschied von Holophilie. Ganz genau. Du musst der werden, der die Schuld auf sich nimmt. Ja. Wer hat's gemacht? So, jetzt frage ich dich, wie viele Selbstgespräche hast du dir schon angehört? Wie oft erwähne ich, wer die Frage nach wer ist die Schuld, ist die Frage, wer hat's gemacht, wer ist dafür verantwortlich? Zuerst einmal der, der sich das jetzt ausdenkt. Ganz genau. Und solange du noch im Umdrehen der Kausalität bist, in dem Materialismus bist, dass du meinst, du hättest mit der Vergangenheit, die du dir denkst, nichts zu tun, solltest du dir jetzt erst einmal bewusst machen, was du selbst bist, rot gelesen, als träumender Geist, als Denker, als bewusster Denker. Jetzt werde ich wieder genau, der du natürlich auch nicht bist, weil das ja schon wieder was ausgedacht ist. Genau. Du musst in einen Bereich, in das Jenseits eintreten, wo du dich eigentlich schon immer befindest. Wenn du Geist bist und du bist hundertprozentig sicher Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, wenn du mich jetzt ausdenkst. Die Worte, die ich spreche als träumender Geist, wo die Figur Udo jetzt in deinem Traum spricht, das Pixelmännchen, der Lautsprecher, da hast du keinen Einfluss drauf. Wo du einen Einfluss drauf hast, was machst du aus den Worten? Wie interpretierst du die Worte? Weil die ja maßgeblich sind für die bildlichen Vorstellungen, die du jetzt aufbaust. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Und jetzt muss dir klar sein, jetzt denken wir uns einmal ganz bewusst dich aus, aber mit verschiedenen Programmen. Ich schaue da unten hin und ich sehe jetzt meinetwegen auch das Video haben 400 Mann angeschaut. Mhm. Das heißt, das bin ich in 400 verschiedenen Interpretationsprogrammen. Ja, genau. Immer dran denken, kleine Beispiele mit großer Wirkung, mit einem Sprengstoff, der jegliche von dir ausgedachte Atombombe oder Wasserstoffbombe wirklich um geistige Welten überragt. Mhm. Weißenbruch-Vortrag. Der vorne, den wir uns jetzt ausdenken, sagt einfach nur, schließe mal deine Augen. Wenn du jetzt einer dieser 200 Menschen in dem Saal bist, der bist du natürlich nicht, du bist jetzt der, der sich den Saal mit diesen 201 Menschen ausdenkt, aber wenn du jetzt da in deiner Rolle, in deinem Traum, auf der Seite, an einer gewissen Stelle, die ja alle gleichzeitig sind, jetzt in der Transversalen, wenn du da einer davon bist, in dem Moment, wo du hörst, schließe mal deine Augen, wird dein Programm dich zwanghaft an einen ganz bestimmten Körper denken lassen, um von dem die Augen zu machen. Und da ist nur ein Geist und das Programm bestimmt an, was du denkst, bei dem und dem Wort. Im Anfang war das Wort, alles, was geworden ist, ist Wort. Das ist das Prinzip von Holophilie. Ja. Und jetzt ist es ganz wichtig, du kannst auf der Brösel-Ebene von Brösel zu Brösel drüber reden, aber dir muss klar sein, es wird niemals irgendeiner dieser Brösel verstehen. Ja. Darum ist wirklich der größte Unterschied, auch das sage ich von Holofeeling, ich erkläre es nur denen, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Ja, da ist schon alles drin. Oder den Redo ausdenkt und sich selber ausdenkt. Ja. Das ist mein Kabelstecker. Ja. Auch ein tausendfach wiederholtes Beispiel mit dem Kabelstecker. Ich muss wissen, was ein Auto ist und ich kann nicht sagen, der Kabelstecker, der Abel, den da keiner schlagen hat. Mhm. Und du kriegst dann so eine tiefe Demut, wenn du einmal einen gewissen Punkt überschritten hast. Ich habe jetzt in einem der letzten Gespräche, wo mit der Helga, wo die Helga dabei ist, wo vorher die Helga noch sagt, Udo, ich fange jetzt an, mich für die Worte zu beschäftigen. Das ist ja ein Wahnsinn ohne Ende, im positiven Sinn. Mhm. Auch das Wort Wahnsinn kann man rot lesen und blau lesen. Okay. Und ich sage, Helga, ich habe immer geschmunzelt, wenn du jetzt, wir sind jetzt bewusst raumzeitig, wenn du jetzt mir anrufst, ja, und Nahrungsergänzungsmittel, und da lese ich jetzt und das interessiert mich so. Ich sage, das ist komplett, ich weiß dich, ohne dir das wegzunehmen, ich weise dich darauf hin, das ist komplett verlorene Zeit. Mhm.
Es ist ein Hamster in einem Laufrad, weil solange du die Worte unvollkommen auslegst und es immer noch vollkommen materialistisch interpretierst, dass dieses Mittelchen gegen dieses Wehwehchen hilft, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das ist ja diese Perfektion des Gefängnisses, dass du dir ja mit deiner Logik dann, wenn du etwas realisieren willst, sprich materialisieren willst in deinem Kopf, dass du dir deine Logik materialisieren kannst. Ja. Die vollen Krankenhäuser zum Beispiel. Ja. Oder irgendwelche Großzuchtfarmen, wo Tiere gequält waren, eingepfercht sind. Ja. Dass du das auf die Verabrede holen kannst. Du musst nur glauben, dass das da außen so ist. Genau. Aber wie sieht es aus mit dem zweiten Gebot? Ja. Das ist die Gefängniszelle. Du brauchst ein vollkommen neues Denken. Und ich habe im letzten, vorletzten Selbstgespräch darauf hingewiesen, wenn du von der Scheibe zur Kugel willst, musst du viele Systemparameter mit verändern. Ja. Ein neues Systemparameter ist, es existiert bloß das, was ich jetzt denke. Es gibt für das, was ich jetzt denke, kein Vorher und kein Nachher. Die Ursache für das, was ich denke, und jetzt mache ich mich zu einem Computer, ist das Programm, das ich zurzeit im Arbeitsspeicher habe. Es gibt aber auch noch andere Programme, in mir selber, die auch jetzt in meinem Arbeitsspeicher, in meinem Programm schon mit drin sind, von mir aber als falsch, verkehrt und böse definiert werden. Das sind die Feinde, die du lieben musst. Mhm. Das heißt, weil all die Theorien und die all die Sichtweisen und Glaubenssysteme, die du dir jetzt ausdenkst, entspringen ja aus deinem Programm. Ja. Und ich höre auf zu kritisieren. Kritik, eine Bewertung. Jetzt, wenn ich natürlich sage, ich höre auf, ist es schon wieder einseitig. Selbstverständlich darfst du bewerten. Aber bewusst bewähren. Mhm. Eine Kritik ist immer ein Vergleich mit einem einseitigen Ideal. Mhm. Du musst einfach nur als Geist beobachten, wie dein jetziges Programm gewisse Sachen wertet. Wie reagierst du auf den und wie reagierst du auf den? Mhm. Und das Tödliche ist dein geistloses Nachgeäff. Das ist übrigens in dem Ken Ebsen-Video. Ja. Ich bin wahrlich kein Freund von Ken Ebsen, weil der nämlich genauso voller Feindbild ist. Der ist jetzt in einer Phase, wo er sich komplett zurückgezogen hat. Ja. Wenn du frühere Videos anhörst, die du ja fast nicht mehr bei YouTube sowieso nicht zu sehen kriegst, weil der ist ja nur das personifizierte Böse. Und das ist ja in dem Gespräch, wenn man das Ganze anhört, unabhängig jetzt von dem raumzeitlichen Geschwätz, was auch wieder aber alles an Sinn hat. Er spricht zum Beispiel hier ja den Iran an, wo er sagt, das sind die liebenswertesten Menschen. Ich verweise auf ein Video mit den Burschen, die wir uns jetzt ausdenken, die mit dem Fahrrad nach China gefahren sind. Ja. Die Stelle, wenn, weiß nicht, ob das auf Netflix noch ist, was ein Name jetzt nicht wie der Film war, dass die so weg waren vom Iran, weil die das nie geglaubt hätten, wie die mit dem Fahrrad durch den Iran fahren. Die sagen, wir waren in vielen Ländern, wo eine große Gastfreundschaft war, aber was wir im Iran erlebt haben, wohlgemerkt, bei Presse das personifizierte Böse in der Welt. Es war so unglaublich, dass selbst die Polizei, wir haben zuerst Angst gehabt, neben uns gehalten hat und dann haben die uns zu essen gegeben und haben sich nach Hause eingeladen, ob sie bei ihnen schlafen wollen, die Polizisten im Iran. Nein. Ist so unwirklich alles. Das kann ja gar nicht stimmen. Wer versteht jetzt das? Ja, klar. Und was ist jetzt das Ganze? Cut! Du hörst Worte und du denkst dir was aus. Ja. Aber das, was du dir ausdenkst, bleibt immer nur deine Information. Es bleibt was Intimes, was ganz Persönliches. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Wenn du deine Welt verändern willst, verändere dich und die Veränderung hat schon stattgefunden, wenn du dich nicht mehr mit den Gedanken von dir verwechselst, sondern dass du schlichtweg und einfach vollkommen bewusst weißt, ich bin die 200 Gramm rote Gnede, diese Energie E-Quadrat, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Das ist jetzt Physik. Physik ist Religion, die geistreichste Religion, die es überhaupt gibt. Interessant wieder die verborgene Harmonie der Dinge, dass alles, was sich widerspricht, eine neue höherwertige Einheit bildet. Diese Aussage aus der Physik ist extrem geistreich. Ja. Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass es sich selber verändert. Ja. Ist es nicht der Geist? Absolut. Ja. Der träumende Geist? Aber ist nicht genau diese materialistische Religion, die das in ihren Büchern, in ihren Religionsbüchern drinstehen hat, die die Geist komplett negiert? Absolut. Ja. Ich sage, Geist ist ein Abfallprodukt der Materie. Ja. Das Spiegeln mit der Angst und so ANG heißt eigentlich Freude, Vergnügen. Wieso gehe ich eigentlich in einen Krimi? Wieso setze ich mich in eine Achterbahn? Ja. Wieso lassen sich die Leute impfen? Ja. Weil sie eine panische Angst haben, diesen Körper zu verlieren, an den sie denken, wenn sie an sich selbst denken. Ja. Der aber nicht existiert, wenn du nicht dran denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Das sagt jetzt der Erste. Der Zweite
der behauptet, ich würde es ja gar nicht geben, dich Geist, wenn es den Körper und das Gehirn nicht gibt. Habe ich nicht am Anfang gesagt, der behauptet etwas, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, weil wenn du Geist etwas überprüfen willst, muss es ja existieren. Das heißt, dann musst du an deinen Körper denken, aber wenn du an deinen Körper denkst, ist er ja da, das bezweifelt ja keiner. Genau. Aber wo ist er, wenn du ihn nicht denkst? Dann ist er eine reine Seinsmöglichkeit auf der Festplatte. Ja. Das ist die Computermetapher. Ja. Und wenn jetzt in dir auf der Brösel oder irgendeiner auftaucht, ich habe immer wieder gemacht, setz dich hin, wenn du jetzt Zweifel hast, die sollen das mit dir anhören, wie die reagieren. Schau dir einfach, wie die Figuren, wie die Programme reagieren. Das trennt die Spreu vom Weizen. Ja. Dann wirst du oft merken, dass die größten Feinde deine eigenen Hausgenossen sind. Die wollen dann nur dein Bestes. Du musst dich doch impfen lassen. Ja. Dass die gar nicht merken, wie verbreitet die sind. Ja. Das ist denunzieren, der Faschismus ist schon da. Ja. Absolut. Es hingewiesen, es ist, und jetzt lesen wir wieder unsere Heilige Schrift im Prediger Kohlet. Nichts Neues in dieser Welt. Es wiederholt sich immer und immer wieder bis in alle Ewigkeit. Das sind Lernstufen, dass du das chronologische Denken verlässt und aufsteigst. Ja. Das wäre jetzt, können wir das, ich habe so oft Redo, haben wir gesagt, das juckt oft in die Finger, dass jetzt so wie Knäpsen, der wäre doch prädestiniert dafür, für Holofeeling, dass man da mal drauf hinweist. Andreas Bob, wie sie heißen, auch ein so Sasek. Okay. Lass es. Ja, ja, klar. Wenn das so sein soll, lasse ich das in Ihnen auftauchen. Genau. So wie es in mir auch aufgetaucht ist. Genau so ist es. Ja. Das taucht einfach in dir auf und dann reagierst du, wie unsere Vopologie. Ja. Die auch am Anfang sagt, nein, da gibt es einen kleinen Impuls. Ja. Und entweder nimmt sie es an, entweder hat sie die Reife, dass sie darauf resoniert oder nicht. Der Geistesfunk mit seinem Programm, dass er die Reife hat, dass er darauf resoniert oder dass er nicht darauf resoniert. Auf die Freiheit. Aber das wäre ja schon wieder etwas verändern wollen, wenn wir das machen. Darum ist Solo-Feeling, wie gesagt, hält sich da vollkommen raus. Es ist ein Geschenk für dich, wenn du jetzt dieses Video anklickst und es anhörst. Und ich kann immer nur sagen, du wirst merken, wird dir jeder, jetzt muss ich wieder normal an Brösel denken, wird dir jeder Geistesfunk, egal welches Programm er jetzt hat, wenn er sich interessiert, wie sich das verwandelt, wenn man das über einen längeren Zeitraum, der natürlich immer nur ständig wechselt, bitte im Jetzt sind, studiert. Wie zum Beispiel das erste Buch, die Ohrenbohrungen. Weißt du, wie oft ich dann höre auf der Brüssel-Ebene, ich hätte schworen können, das war vorher nicht drin gestanden. Nach dem 5., 6., 10. Mal lesen. Und wann macht man das eigentlich? Wie die Zeit, wie man die Zeitlosigkeit vermerkt, plus deine Einträge in Gematrie Explorer. Wir arbeiten für uns. Wie ist das, wenn du das auf einmal siehst? Das ganze Werk, die Holoarithmetik, wie oft hast du die Holoarithmetik gelesen? Das erste Mal begeistert, dann nochmal. Und dann plötzlich war das so unheimlich einfach. Ja. Eine unvorstellbare Behauptung, wenn du die Holoarithmetik 1 jetzt nur durchblätterst, oh, das ist mal zu viel. Weil du dir nicht die Zeit nimmst, du hast so unendlich viel Zeit. Und da behaupte ich am Anfang, dass die ganze reine Arithmetik der Rechnung kann jeder 13-Jährige nachvollziehen. Da sind keine höheren, komplexen Rechnungen drin. Genau. Und wenn man das dann einmal macht, man hat so einen Horror von diesen Formeln und diesen Zahlentabellen. Und wenn man es verstanden hat, ist es das Einfachste der Welt. Ja. Es ist wie mit dem Fahrradfahren. Ja. Wenn du Fahrradfahren kannst, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn sich einer draufsetzt, dass der nach rechts und links umkippt. Weil wenn das Ding ein bisschen rollt, ist ein Automatismus der Balance da, da kannst du gar nicht umkippen. Da muss das Ding wirklich stehen, neu zu stehen. Mhm. Aber am Anfang mit Stützrede, was fällt da? Was fehlt bei kleinen Kindern? Das Balancegefühl. Ja. Und dazu brauchst du die Ohren. Darum sind es die Ohrenbohrungen. Darum heißt ja auch das hebräische Wort Ohr. Für Ohr heißt auch ins Gleichgewicht bringen. Genau. Jetzt ist immer die große Frage, wo ich stelle, da ja das hier, dieses Althebräisch, angeblich jetzt gedacht vor tausenden Jahren entstanden ist. Wussten die damals schon, waren die medizinisch schon so fit, dass in unseren Trockennasen auf dem Ohr das Gleichgewicht sogar drin ist? Ich sage, vergiss das alles, was du dir in die Vergangenheit denkst. Dieses Haarwissen musst du zuerst einmal komplett platt machen. Mhm. Dass ich dir ein komplexeres gebe und dann macht es einen Sinn. Mhm. Es ist ein ewiges Spinnen der Transversalen im Hier und Jetzt. Das kann man immer nur wiederholen. Mhm. Und wie gesagt, wenn man nicht diskutieren will, selbst wenn jetzt der Zweite in dir, deine eigene Logik, dass du wieder Zweifel in dir aufschmeißt. Zweifel, der Zweifel ist der Teufel. Wie kannst du an was zweifeln, was hundertprozentig sicher ist? Mhm. Es ist hundertprozentig sicher, dass wenn du an was nicht denkst, dass es dann nicht existiert. Mhm.
Und wenn du an was denkst, ist es eine reine Information von dir, die als Ding an sich kein Gefühl, wenn du an Menschen denkst, an Materie denkst, die kann nicht spüren. Und Materie ist deine Hand, die du dir ausdenkst, dein Körper, dein Zahn hat keine Schmerzen, wenn du Zahnschmerzen hast. Mein Standardbeispiel. Du hast die Schmerzen. Den Geist und die Gefühle erlebt nur der Geist, der träumt. Und ausgedachte Geister sind auch nur ausgedachte existierende Dinge. Alles, was existierend, was vergänglich ist, kriegt als Ding an sich überhaupt nichts mit. Es wird so sein, wie du es dir in deinem Traum ausdenkst. Nein. Dann schaffst du Gescheide, du schaffst Mächtige und du wirst mit deiner Logik dir immer, immer erklären, wer schuld ist. Auch ein hundertfach wiederholter Satz in den Selbstgesprächen. Dein Ego, dein Abi, dein Charakter, dein Programm wird dir immer erklären, wenn du Geist dich seelisch, psychisch oder physisch schlecht fühlst, was ja auch wieder nur Informationen sind, die du einseitig definierst. Denk an Sadismus und Masochismus. Ja. Wieso muss Schmerz unbedingt was Negatives sein? Ja. Schau mal, Aris. Ja. Schmeiß die Gestaltwertung raus, dann hast du einen großen Schatz. Deine Welt ist ein Witz. Oder Angst, muss das was Negatives sein? Wieso rennen, denke ich mir jetzt, tausende von Menschen, Millionen von Menschen in Horrorfilme, in Gruselfilme, wieso gehen die in Geisterbahnen und setzen sich in Achterbahnen, obwohl sie Höhenangst haben, eventuell. Mhm. Sich was zu beweisen? Das sind doch jetzt nur Worte. Mhm. Die Menschen genauso wie die Achterbahn und die Geisterbahn und die Geister, die du dir ausdenkst. Mhm. Also wenn du Geist dich psychisch oder physisch unwohl fühlst, natürlich immer in Bezug auf deinen Körper, weil du ja glaubst, du bist noch ein Affe mit Gefühl, dann wird deine Logik, dein fehlerhaftes Programm dir immer erklären, wer oder was dran schuld ist. Und damit entmachtest du dich. Weil sobald du an Gedanken Schuld gibst, gibst du ihnen die Macht, wer hat es gemacht. Ja, genau. Und wenn du es nicht weißt, dann rennst du zu irgendeinem von dir postulierten Fachmann, der Ahnung hat. Das kann jetzt der Herr Doktor von der Klinik sein oder der Harm oder der Heilpraktiker sein. Jetzt haben wir wieder zwei Seiten. Der behauptet, der ist ein Scharlatan, der behauptet, der ist ein Scharlatan. Sackgassen. Ich sage, das bist du eigentlich selber. Weil jede Einseitigkeit ist Selbstentheiligung, wenn du weißt, dass du die Mitte bist, aus dem diese Gedanken immer die zwei entspringen, wo du nur eine Seite bevorzugst und mit der anderen willst du nichts zu tun haben, die du bekämpfst. Sonnenschein und Regen. Frag den Bauern, Krieg und Frieden, gesund und krank, merkst du, da gaukelt dir deine Logik vor, bloß das eine ist gut. Nein. Und dass es aber komplett andere Möglichkeit gibt, wenn du deine Systemparameter veränderst. Mhm. Das lässt du vollkommen außer Acht. Ja. Diese vollkommen neuen Möglichkeiten. Und da wirst du dann irgendwann einmal in den Heiligen Schriften auch landen. Und ich kann immer nur sagen, auch Physik- und Chemiebücher sind heilige Schriften. Das Problem liegt nicht in dem, was in den heiligen Schriften drinsteht. Das Problem liegt in dem Geschwätz, was deine jetzt ausgedachten Trockennasenaffenlehrer dir erklärt haben, was die Worte bedeuten. Genau. Und dann schau sie dir doch an, diese Scheinheiligen in den Kirchen. Mhm. Schau doch einfach deine Tageszeitung, was wie Kardinäle dicken. Mhm. Ich rede jetzt nicht von dem kleinen Dorffahrer, der sich in Arsch für seine Gemeinde aufreißt. Da steht in Ich bin doch schon drin, der leidet doch unter dem System, wo er Angestellter ist, noch wesentlich mehr wie die anderen. Ja. Das Gutmenschentum, anderen helfen zu wollen. Und ich sage jetzt, hör auf, dort die Gedanken zu machen, große Gedanken zu machen über deine Gedanken. Begreif einfach, was ein Problem ist. Ich gehe mit meiner Marion spazieren und dann deute ich hier auf einen Baum. Na so, was ist das jetzt? Ich sage, das ist jetzt dein Problem. Mhm. Dann zieht natürlich sofort gelächelt und sagt, ja, das hast du mir jetzt vorgelegt. Mhm. Ich sage, Probleme sind schon wieder weg, wenn du sie nicht mehr denkst. Aber dann kommt sofort, du tauschst immer nur das nächste Vorgelegte aus, das du vor dich hinlegst, das du dir ausdenkst. Egal, ob du das gedanklich machst oder sinnlich, als sinnlich wahrgenommene Information dir ausdenkst. Ja. Ein alter Satz von mir, den habe ich schon lange nicht mehr gesagt, versuch niemals ein Problem zu lösen, sondern löse dich einfach von dem Problem. Wie machst du das? Denk einfach an was anderes. Und jetzt wirst du merken, da ist irgendwas in dir drin, das will nicht loslassen. Es wiederholt immer wieder und die Ursache ist diese Verwechslung mit dem Körper. Die Ursache für all diese einseitigen, für dich Leid, in dir Leid erzeugenden Probleme, und wohlgemerkt, Leid ist nicht nur negativ. Mhm. Angst erzeugenden Probleme ist nicht nur negativ. Wieso gehe ich in einen Horrorfilm? Mhm. Wie immer die zwei Seiten beachten. Das ist es nicht loslassen können. Ja. Zu glauben, dass irgendein Gedanke wichtiger ist wie anderen Gedanken. Allen voran der Gedanke an deinen eigenen Körper. Mhm.
Das ist das, was dem Bösen in deiner Welt Macht gibt, dem Faschismus. Und das geistlose Mitläufertum, egal ob du in einer politischen Partei mitläufst, und wenn du dann wirklich einmal die Auswahl jetzt deiner Bundeskanzlerkandidaten, wenn du dir die jetzt einmal anschaust, das ist ein Sammelsurium an Erbärmlichkeit, an Phrasen, an Nichtsagigkeiten, dann du musst doch wählen gehen, hörst du dann immer wieder. Ja. Dann habe ich jetzt eine Tabelle gesehen, wen wählst du eigentlich, wenn du nicht wählen gehst? Ist das nicht alles von Wichserei? Was passiert, wenn dir das vollkommen am Arsch vorbeigeht? Dass du wirklich einmal ganz bewusst deine Rolle weiterspielst, selbst wenn du jetzt da in einer Partei engagiert bist, wenn du ein Arzt an einem Krankenhaus bist. Ich habe das so oft erzählt, es gibt ja viele Ärzte, in Anführungszeichen, die wirklich auch Holofeeling machen oder gemacht haben, weil ich sie wachwandeln habe. Ich denke mal allen voran an Thomas Kalbach, der ganz nebenbei in seinem Leben auch noch 33er Freimaurer gerade bei den Freimaurern war, der hier alles auf den Kopf gestellt hat und hat dann ganz normal, er wollte natürlich die Menschen dann aufklären, er sagt, das ist weder bei den Freimaurern, das sind alles Egomanen. Das ist ein Club bei seinen Patienten, die kommen zu mir, die wollen, dass ich sie heil mache, dass ich ihnen was verschreibe, dass sie nichts selber tun müssen, dass dann irgendein Medikament oder was sie dann endlich gesund macht. Nein. Ich sage, was hast du denn für ein Problem? Macht es, gibt es Kaisers, was des Kaisers ist, gibt die Menschen, was sie haben wollen. Wenn sie Leid haben wollen, wenn sie Recht haben wollen, ich lasse dir das Recht. Nein, wenn du Recht haben willst, du hast Recht für mich. Ich sage nicht, du hast Recht und ich habe meine Ruhe. Ich weiß, dass du hundertprozentig Recht hast. Ja. Aber alle, die Recht haben wollen, die haben es noch nicht. Wenn einer was anderes behauptet, zum Beispiel. Also ist dieses Recht noch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil dir nämlich das Links fällt. Aber wenn du jetzt ein Linker bist, ein Umgedrehter bist, das sind alles Linke, das sind Umgedrehte, das sind Gehirngewaschene. Aber jetzt müssen wir natürlich, die sind eigentlich Gehirnverdreckt, sage ich immer wieder. Das sind Gehirnverdreckte. Die absolute Gehirn Wäsche kriegst du mit Holofeeling und wieso wasche ich eigentlich was, um den Dreck rauszukriegen? Um zu reinigen. Reinigen. Betonung steht auf einigen und auf dem Reihe, auf dem Kopf des Schöpfergottes. Beroschet inmitten dieses Kopfes. Das ist natürlich jetzt ein ausgedachter Kopf. Es geht um den roten Kopf. Inmitten dieses roten Kopfes, das ist der Kopf eines träumenden Geistes, von Himmel und Erde erschaffen. Und zwar genauso, wie du das mit deinem Intellekt dir ausdenkst. Die Menschen und die Tiere, egal was. Und wenn du das Programm veränderst, kann das komplett anders werden. Und jetzt muss dir klar sein, alles, was du zurzeit überhaupt denken kannst, denk jetzt, du wärst ein Computer, steht und fällt mit den Daten und mit der Logik, die du zum Denken benutzt. Ja. Das ist immer die Sache, wo ich sage, der Intellekt, die Schimmelpilzkolonie, tu dich ja mal hier ganz einfach mit Pilzen auseinandersetzen. Die größten Lebewesen der Welt anhand deiner Natur, die du dir ausdenkst, ist eine Pilzkolonie. Ja. Und die Schimmelpilze nennen nicht Menschheit. Das ist aber ein Lebewesen, wenn ich weiß, was PLZ bedeutet. Ja. Das ist eigentlich hier so, und darum ist, habe die Geduld, zieh dich zurück, schau dir an, wichtig, wenn du Videos anschaust, was sprechen die und wie vielfältig kann ich da die Meinung? Es ist ja eine Sache, wie ich die Worte auslege. Wir können jetzt da viele kleine Stellen anschauen. Und da wirst du feststellen, auch wenn hier Bibelstellen zitiert wurden. Ich wollte eigentlich gar nicht so weit reingehen, aber ich schaue mal ganz kurz, ob ich das noch finde. Pass mal auf, Reto, schauen wir uns den nochmal kurz an. Das ist jetzt natürlich eine Ebene, was ich jetzt mache. Da muss man Grundlagenwissen der Vordersprache haben. Das ist immer, dass man merkt, wie einseitig was ausgelegt ist. Und zwar hören wir uns da mal kurz rein. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Wenn du hier das Requiem lesen tust, in Versform so ist ganz einfach. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Ich weiß ja nicht, was Gott will. Ich sage dir, was Gott will. Genau das, was jetzt da ist. Das, was jetzt in dir drin ist. Inklusive deiner Reaktion drauf. Die will auch Gott, dass du das anschaust, dass du dir bewusst machst, wie du auf die Worte reagierst. Genau. Der Prüfungsbogen. Und wenn ich so denke, wie Gott denkt, wenn ich so liebe, wie Gott liebt, wenn ich nur noch das will, was Gott will, was unterscheidet mich dann eigentlich noch von Gott? Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich all das will, was ich jetzt träume, dass ich einverstanden bin, auch mit meinen einseitigen Reaktionen,
dass ich nichts mehr verändern will, dann bin ich Gott, dann bin ich der, der schaut, ohne zu reagieren und dem bewusst wird, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz rein, pass auf. Gott sagt in seinem Wort im Psalm 32, ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Und den schauen wir uns jetzt einmal ganz kurz an, pass mal auf, im Original. Und ich betone jetzt nochmal, das ist eigentlich ein Computerprogramm. Diese Zahlenkette, die ist extrem gezippt. Und die Übersetzung ist eigentlich das Nächste, was dann schon sei, nicht wie ein Ross, wie ein Maudi, das keinen Verstand hat. Da kommst du erst mit, wenn wir da ein bisschen in die Tiefe reingehen. Das ist also das erste Wort hier. Ich belehre, ich werde dich lehren, werde dich weise machen. Das ist die Grundradix, ist dieses Shin-Kol. Ja. Das war auch verstanden, oder? Genau, das ist es. Ja. Da muss ich zuerst einmal wissen, zuerst einmal die Logik, Shin, die Logik ist alles. Kol ja. heißt alles. Die Logik ja. ist alles. Da habe ich jetzt den Verstand, den Eltern die Kinder rauben. Ja. Das ist natürlich ganz interessant. Das hat sehr, sehr viel zu tun, wie ich darauf hinweise, mit der Hare Krishna-Sekte. Der Bhakti Svedanta sagt, er wurde von Krishna geschickt in die Welt, ich mache jetzt das einmal ganz, ganz einfach vereinfacht, in die Welt geschickt, um die Kinder von diesen tierischen Eltern rauszureißen. Ja. Da haben wir natürlich unser Rauben, unser AOB, ja. eine Fehlgeburt haben. Mhm. Das sind ausgedachte Kinder, seiner Kinder beraubt werden. Das sind Fehlgeburten. Mhm. Das ist immer unterscheiden, reden wir von Trockennasenaffen oder von geistigen Kindern. Das ist der Verstand, der Krebs, die Weisheit. Siehst du, ich mache jetzt das Blau. Wir ja. können das natürlich auch rot machen. Der Logos ja. ist das absolut vorhandene Licht. Ich nenne es immer die Lampe im Projektor. Genau. Das ist jetzt der Geistesfunk. Und wenn wir jetzt hier unseren Dia-Beamer-Beispiel, wo ich sage, du bist immer derselbe Geist, egal welches Programm, welches blaue Ich in dir läuft. Und du flackerst nicht. Du brauchst ein blaues Ich, ein Programm, im Computer und dann haben wir unsere projizierten Lichter. Und das ist auch die Logik, das ist dein ausgedachtes Licht. Ja. Das Licht, das angeblich von da oben im Himmel kommt. Obwohl ich doch ganz klar sage, mach dir kein Bild im zweiten Gebot von irgendwas da oben im Himmel. Okay, jetzt ist es also so, dieses Shin-Kol, dass diese Unterform, die wir hier dazwischen haben. Das ist der Hefil, ne? Genau so ist es. Das ist der limitierte Verstand. Ja. Imitierte Verstand. Ja. Zu mir, Li, ja. Mi, wer, zu mir, wer kommt zu mir? Ein ja. Tierverstand. Ja. Jetzt ist natürlich ganz interessant, was im ersten Moment gar keinen Sinn macht, dass ich Asch ist ja das Feuer. Ja. Wir können ja die ersten drei Buchstaben nehmen, das Feuer, die Facetten sind euer, die du mit diesem Verstand aufschmeißt. Ja. Dann heißt es dein Feuer. Mhm. Ja. Asch, Kaff am Ende ist dein Feuer, ja. deine Facetten. Jetzt wirst du plötzlich merken, als ganzes Geleben sind es die Hoden. Huden, HDN, das ist die Quintessenz und die Urteile. Ja. Die Test, Ikel, das ist Test, ist der Zeuge. Du Erzeuger, der Test ist, du bist der Erzeuger. Was du erzeugst, bist du der Zeuge. Du bist immer nur der Zeuge von dem, was du dir selber ausdenkst. Ja. Und das ist natürlich jetzt ganz. Dieses, er wird in Bewegung gesetzt. Genau, das Halak, genau. Das Halak, er wird in Bewegung. Jetzt gehst du und wandelst dich ständig. Siehst du, W, doppelt aufgespannt, ANT, auf- und abschwingen. Du wandelst dich, indem du Rei, du Kopf des Schöpfergottes, raumzeitliche Spiegelungen in dir aufbaust. Ganz genau. Das ist ein ständiges Wandeln in dir selbst. Okay, jetzt kriegt dieses Ich belehre dich, steckt da schon wenn mehr drin. Ich sage jetzt gleich von vornherein, wir können jetzt hier einen ganzen Tag, zwei Tage reden, was ich dir aus dieser kleinen Wurzel herausfalte. Da haben wir nämlich auch, das Feuer ist deine KI. Ja. Deine KI ist der polare Rand. Ja. Das ist hier die Brandwunde, das sind die Wunde, die Wunde wird was auf, das Trauma übrigens auf Griechisch. Der polare Rand oder der äußere AND, das äußere Auf- und Abschwingen, wenn du BRAND lesen tust, kriegst du deine Wunde, Unde, heißt woher auch immer. Wo kommt das doppelt aufgespannte eigentlich her? Mhm. Ja, von Gott. Dieser polare Rand kommt im All von Gott.
Steht ja alles da. Das bist du selber, das steht alles da. Ja. Ich sage, das wird jetzt alles eins. Das wird arithmetisch, selbst mit den Zahlen setze ich das wie Puzzlestückchen zusammen. Und ich effe nicht nach. Ich bin OP. Ja. So, dann Kill. Schauen wir das nächste. Ist das Kill? Das Kill? CEL, ist das nicht noch das Messen? Kill. Richtig. Red euch was, du bist der Profi, aber ja, 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 das okay. Neugierig machen. Wir schauen nochmal das nächste Wort an. Und ich unterwiese, ich belehre dich, richte dich und unterweise. Da musste ich eigentlich das Licht im ersten Moment schon anlassen. Genau. Weil das an und für sich, wie kommen die jetzt hier auf das Tageslicht, die Helligkeit scheinend, das Licht, was dich belehrt, er unterwies, weil die hier, schau, das unten. Ira. Das ist eine Sache, das ist die Wortwurzel, wie die das übersetzen, die hier gar nicht vorkommt. Genau. Das ist schlichtweg eine falsche Übersetzung. Ja. Die machen nämlich hier hinten, das heißt nämlich und dein Licht. Genau. Das heißt Licht, die Vorsilbe Waff heißt und dein Licht. Ja. Ich belehre dich in Bezug auf dein Licht, auf dein Tageslicht. Ja, genau. Können wir jetzt zum Beispiel lesen. Ja, ja. Wobei natürlich das Rack alleine hinten, wenn wir das spiegeln, wird sehr interessant. Das ist nämlich schwach, du wird deine Logik schwach, schinwach, logisch schwach. Ja. Dieses Furchtsame, siehst du, wir sind bei der Furcht, bei der Angst. Wenn du logisch schwach wirst, glaubst du nämlich, du hast mit dem Traum nichts zu tun, den du träumst. Genau. Das ist übrigens bei dem Rack interessant, wenn man die hier, ich muss das ganz kurz nochmal reinmachen, wenn wir das nämlich spiegeln. Das immer bei mir von rechts nach links und von links nach rechts lesen können. Schau, das ist jetzt erst einmal deine Berechnung. Ja. Das rote Kaff am Ende in Bezug auf dich selbst ist deine Wei-Koll. Das heißt, Ai mit 70 gelesen hast dein Trümmerhaufen. Ein doppelt aufgespannter Trümmerhaufen ist Koll. Weltlich. Das Weltliche. Ja. Das ist dein blaues Ich, wie buchstabiert. Wie du das buchstabierst. Der Trümmerhaufen deines weltlichen Ich. Merkst du jetzt, wann die Wörter kriegen einen komplett anderen Sinn? Und wenn wir das jetzt spiegeln, wir können hier die Eingabe umdrehen. Jetzt kriegst du hier das Kor, jetzt wirst du zu dem Lamm. Ja. Lamm, der Lichtschöpfer, der zwei Gestalten aufschmeißt. Genau. In einer Weile, da kann man jetzt das natürlich sehr vielfältig machen. Hey, das passt ja alles zusammen, oder? Alles passt zusammen. Jetzt kommt der Weg, der Gang. Da haben wir natürlich auch wieder zwei Seiten. Das ist zuerst einmal Derek. Für sich alleine ist der klassische Weg im Hebräischen. Der Weg, der Gang, der Wand, immer dran denken. Doppelt aufgespanntes AND. AND ist, ich werde auf und abschwingen. Ja. Und das erzeugt das, was ich hochhebe. Ja. 70, 30. Ja. Der Wandel. Dein Lebensgang. Du fängst jetzt an, das zu betreten, zu beschreiben und so weiter und so weiter. Aber da ist es interessant, da muss ich zuerst einmal wissen, dass diese geöffnete Berechnung für sich alleine die Arisionsregeneration, die Rundung, der Wandel, das Auf und Ab. Kaff am Ende hast deine Generation. B vorne heißt in deiner, du lebst in deinen eigenen Generationen. Ja. B, Generation, die geöffnete Berechnung dein. In deinen Generationen, in deinen geöffneten Berechnungen. Du bist das Zentrum davon. Ganz genau. Jetzt kann man natürlich jetzt auch das BD vorne, diese Polarität, die sich in dir öffnet, sind jetzt deine Absonderungen. Ja. Jetzt haben wir das Geschwätz, das du in dir selber redest. Oder andere reden in dir, weil das sind ja nur Figuren in deinem Traum. Das ist übrigens dann auch Leinen, heißt auch Linnen, ist auch die Leinwand. Genau. Jetzt hast du 2G, jetzt hast du die zwei Seiten. Ja. Die Schöpfung von raumzeitlichen Spiegelungen, die aus dir heraustreiben, aber Spiegelungen in einem Spiegeltunnel sind nur Facetten in dir selbst. Und das ist das hebräische Wort für die Lügner, für die Wahrsager und die Schwätzer. Ja. Das sind die Figuren in deinem Traum. Egal wer. Auch der Udo ist jetzt ein Schwätzer. Er schwatzt einfach. Wer schwatzt jetzt eigentlich? Der Lautsprecher? Nein, ist der Lautsprecher ein Schwätzer. Eine kleine Membrane, die hin und her schwingt. AND. Und natürlich wieder unser Rack. Unsere Weichlichkeit. Ja. Dann haben wir diese selektierte, aufgespannte. Dieses. Ja. Das kommt übrigens eine Unterform von Hasa. Ja. Was du dann merken, landest du dann automatisch hier 7, hier 7, 7. Der Dachtraum. Ja. Und jetzt du gehst hin, du wandelst, immer du wandelst, du wanderst. W-A-N-D, du lebst, du reistest. Wir gehen, du wirst gehen. Das ist jetzt immer dieses Gang, du wirst, darf als Vorsilbe. Wir können natürlich jetzt, das darf ist hier Vorsilbe gelesen, das heißt, du wirst imperfekt, Lack ist gehen, wandern. Ja.
Am Bagratscha Cup kann man hier machen. Hast übrigens auch zu dir kommt diese Bewegung in dich hinein, dir gehört. Mhm. Aber was jetzt natürlich interessant ist, ich kann natürlich Teli, dann heißt es dein Tel und das ist dein Trümmerhaufen, dein Hügel, dein Schutthügel. Dein Kunstgehaufen. Dein Erdhügel, das erweckte Wissen, das sich in dir öffnet, ist auch geil, das sind die Gedankenwelt. Ganz genau. Merkst du dir, dass die Geschichte überall, überall, wenn du das System hast, was hat es noch damit zu tun? Nein. Ich will dir raten, ich will planen, immer das Plane. Können wir Griechisch lesen? Plane heißt in die Irre gehen. Da ist aber ein göttlicher Plan und Bella heißt Wunder. Mhm. Das Wunder des Seins. Ja. Gut gelesen. Ja. Das Wunder des Seins, es ist ein Es. Bewusstsein ist ein nicht existierendes Bewusstsein. Da haben wir natürlich jetzt eine Grundradix wieder. Das ist die hier. Ohne Grammatik. Das ist jetzt das Raten, ja bestimmte, einen Rat geben. Aber da kommt jetzt das Eigenartige, dass du hier dieses Etz hast. Etz. Ja. Das ist Holz. Mhm. Der Baum, der Wald und eigentlich das Holz. Und Haol ist die Wahrnehmung, die du hochhebst. 70-30. Mhm. Ist auch die 70-30 dann mit L. Das Holzstück. Mhm. Jeder Moment, der in dir auftaucht, gibt dir eigentlich einen Rat. Mhm. Mit dem He hinten dran kriegst du jetzt die Ratschläge. Den Plan, habe ich schon gesagt. Plani, griechisch heißt in die Irre gehen. Das Wunder des Seins, rot gelesen. Ja. Wir können da viel tiefer reingehen. Der aber wiederum, dieses Kreuz Polarität ein, ist eigentlich nichts. Ja. Der Schöpfer kommt. Ja. Sein Kreuzbein. Da musst du ins Zentrum gehen. So, auf dir. Aha. Deinetwegen, was auf dir ist, sprich immer das Fundament, F-Undamentior. Du überlegst, du bist ja immer in unserer Symbolik, immer. Und jetzt, wenn du träumst, überlegst du dir was? Das kleine Bild und du verbreitest Lügen. Das ist auf dir und es ist deinetwegen. Und was ist da? In meinen Augen, ich will dir raten, das ist eigentlich hier dieses große Spiel, das, dieses Ayin, mein Auge. Mhm. Da ist eine Kleinigkeit mit dem J hin, das eigentlich ja mein heißt, mein Auge wird auch immer als mein Sohn, meine Söhne übersetzt. Ja. Es gibt bloß ein Auge, das ist das Auge in Zyklope. Ja. Zwei Augen ist natürlich schon, das wären die einnehmen. Ja. Aber was natürlich hier dann interessant ist, ist, dass dieses Ei für sich alleine gelesen ja auch ein Trümmerhaufen ist. Ja. Und dieser Trümmerhaufen ist die Existenz deines Intellekts. Ja. Und das heißt Glauben in deiner Unterform. Und wenn man jetzt hier sei nicht wie ein Ross, nicht, du sollst sein wie ein Sus. Ja. Nicht, du sollst sein wie ein Sus. Das kann man jetzt machen wie ein Maultier. Das ist der Herr Esel. Maultier. Ein dummer Esel. Das heißt auch separieren und zerlegen. Sich trennen, absondern. Du sollst nichts Abgesondertes sein, ein dummes Maultier. Okay? Das nicht existierend. Bin. Ja. Quintessenz, das ist ein nicht, du bist ein nicht existierende Quintessenz, das ist hier ZW-Ischen. Mhm. Eine Unterscheidung, ein Verstehen. Du sollst nicht ein dummes Maultier sein, das ständig hier zwischen rechts und links, zwischen gut und böse unterscheidet. Ja. Das heißt, in mir ist Existenz. Ja. Das ist die zweite Sephira, Bina, das ist dann nur umgedreht, die Zeichen ausgetauscht. Ja. Das ist immer, reden wir von einer vermittelten Einsicht oder einer wirklichen Einsicht. Der Geist Gottes, geh ab. Der Geist Gottes gibt Einsicht. Mhm. Eine einzige Sicht. An was denkst du, wenn du an Adasse denkst? Mhm. Dann denkst du das Wort Dasse. Mhm. An was denkst du, wenn du an der Küche denkst? Dann denkst du in die, das Wort Küche, das ist eine Kollektion. Und du weißt, was eine Küche ist. Du magst du dir aber kein Bild davon. Es ist ein Unterschied, ob du weißt, ob was es ist oder ob du plötzlich eine Perspektive dir anschaust davon. Ja. Ja. Das heißt, die Einsicht ist es nur eine von unendlich vielen Sichtweisen in Bezug zum Beispiel auf ein Wort. Wir denken uns das Wort Krebs. Bist du jetzt einsichtig, dass du weißt, was das Wort Krebs bedeuten kann, nämlich 400 Seiten Buch und noch viel mehr? Ja. Oder denkst du dabei bloß an der Krankheit? Mhm. Dann bist du einsichtig, aber nicht einsichtig. Ja.
Merkst du, auch hier haben wir schon wieder zwei Seiten. Ja, klar. Und diese Kleinigkeiten erzeugen in dir den Heilungsprozess und nicht immer, wenn du hin und her gerissen bist und einseitig rechthaberisch bist. Das ist hier mit Zaum und Zügel. Mhm. Da hast du natürlich jeden im Zaum, wird es natürlich schon empty. Das ist nämlich, du lebst in dem Zaum Zeug und da hast du das Mod, das eigentlich schon hier im Gestalt gewordenen Erscheinungen deines Gehirns, in den Gestalt gewordenen Erscheinungen deines Gehirns, wenn wir es blau lesen. Ja, genau. Und das sind jetzt immer wieder dieses BM. In ihnen. In ihnen. Ja. Sind Zeichen. Ja, genau, PGS. Kleine ja. Einzelheiten. Siehst du, kleine Einzelheiten. Ja. Apostrophen, die kleinen Spritzer, die rausspritzen, die du anschaust und du meinst, du wüsstest schon, was alles ist. Ja. Ist es nicht wunderschön, wie das da steht? Ja. Was ist da davor noch über, wenn man dann einseitig noch Boshaftigkeiten macht? Ja. Das ist, da können wir jetzt ewig reingehen in die Struktur, keiner weiß das besser wie der Redo, wenn man sich da wirklich Monate, Jahre damit beschäftigt. Ja. Aber dann stimmt immer alles. Nee. Viele Schmerzen hat der Gesetzlose. Viele Schmerzen hat der Gesetzlose. Hältst du das erste und das zweite Gebot? Nein. Wer aber auf Jahwe vertraut, dem wird Güte umgeben. Mhm. Liebe umgeben. Freut euch in Jahwe. Im Zentrum zwischen HWH. Hier, schau das Bild an. Ja. Das ist HWH. Ja. Freu dich in dem Zentrum. Ja. Seid ihr der das Plus und das Minus verbindet und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle ihr vom Herzen auf, Richtigen. Mhm. AOB. Das sind die Richtigen. Die Rechten. Ja. Das muss man natürlich jetzt nicht wissen. Ich sage das immer wieder, das muss man nicht wissen. Ich hätte jetzt hier, ich habe jetzt nur einen Vers ein bisschen angeschaut, dass du siehst, dass da ein Komplex ist einer Weisheit, wo deine Theologen überhaupt nichts davon wissen, weil sie von der Vordersprache nichts wissen. Und selbst wenn du dir jetzt Theologen ausdenkst, die das wissen, wissen sie es trotzdem nicht, weil dann behauptest du wieder das Gedanken, was das ist. Wie kommen wir mit unserer Kiste, mit dem Kasten? Ja. Ist nicht jeder Mensch, den du denkst, der beginnt hier und jetzt zu existieren, wenn du ihn denkst. Ja. Bei dem Wort Mensch, was denkst du dann? Das Wort Mensch. Ja. Du musst dann erst dann aus dem Wort Vorstellungen heraus generieren. Sind es dann Affen? Denkst du an Enoch, an Medim? Oder denkst du an einen Adam? Adam gibt es keine Mehrzahl. Es gibt in der Dora, wenn wir da jetzt reingehen, das Wort Adam, können wir ganz kurz einmal schauen. Und zwar machen wir mal den Text, und zwar schreiben wir jetzt hier den Adam. Ich muss noch umschalten, wenn du es zeigen willst. Was? Ich muss noch umschalten, wenn ich es zeige. Was umschalten? Ach, das geht, das macht er trotzdem, das meinst du, oder? Ich sehe nicht den Penner. Ach so, Entschuldigung, jetzt weiß ich, was du meinst. Wir müssen das Bild nochmal teilen. Ja, teilen, genau. Alles klar. Jetzt den Adam, und das ist der Adam, das wissen wir, und dann machen wir jetzt nochmal den Adam im. Das ist eigentlich die Mehrzahl von Adam. Ja. Adam im. Es gibt nur einen Adam. Das ist hier schon im ersten Vers, der ist hier noch offen. Mal ganz kurz, ob wir da runterfahren können. Das ist hier, lasst uns Menschen machen. Ich weiß immer wieder, Vers 26 ist Jahwe. Ja. Lasst uns Menschen machen. Im Koran, ich weiß immer wieder darauf hin, grammatikalisch, ist Allah ist ein Plural, eine Mehrzahl. Ja. Ein eigenartiger Plural. Aber was hier ist, das ist eine verkehrte Übersetzung. Da steht hier, lasst uns machen einen Mensch. Ja, genau. Da steht nicht, Menschen wäre Adam im. Ja. Was übrigens natürlich ganz interessant ist, weil mir natürlich das Ad, der Schöpfer, öffnet das Wasser. Ja. Ist mehr, letztendlich sich selbst. AD. Mhm. Mim ist das Wasser. Ja. Das ist Gott, da wäre jetzt nochmal das Endmem und das normale Mem. Sich selbst, den kleinen Gott und die Gestaltwerdung. Ja. Aber wir schauen einmal hier, ob dieses Wort vorkommt. Siehst du, da kommt die Mehrzahl von den Adam vor, aber nicht in Form von Adam übersetzt, sondern was hier steht, das ist immer rot, weil Adam ja auch rot ist. Ja. Das ist ja nicht nur, schau, das ist verkehrt, das ist schlichtweg, es ist ein Mensch. Ja.
Das wäre jetzt die Menschen, die Menschheit, die Leute, das sind Medim. Das sind schlichtweg theologische Verkehrtübersetzungen, wenn du in die Wörterbücher reingehst. Genau. Man kann das weit fassen, aber das ist schlichtweg und einfach falsch. Ja. Und dasselbe hast ja auch ich gleiche. Interessant. Ich bin eine Gehirnleiche. Ja. Oder eine geistige Leiche. Und die Röde. Und darum ist es hier in dem Satz, und die Grenze stieg, bla 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 bla, wirst du feststellen, dass hier das als rot übersetzt ist. Ja. Wenn man die Stelle genau sieht. Und das ist also hier der Ausgang des Wassers bei Joshua. Und sie zogen nordwärts herum, liefen, bla bla bla, liefen an, gegenüber stieg hinab der Stein des Bohrens, Sohn des Rubens. Da kannst du jetzt genau, wenn du da reinlesen tust, wo, welche Stelle, wo eigentlich, wie das Adam hier übersetzt ist, aber mit Sicherheit nicht als Mensch. Wird jetzt zu weit führen. Und wir haben ja hier die Möglichkeiten, dass dieses Ad, das haben wir dann, das ist zuerst einmal der Dampf, der Dunst. Da hast du das Urteilen von raumzeitlichen Erscheinungen und das ist das Urteilen vom Wasser. Und da haben wir immer, wo ich darauf hinweise, dieses Wasser, das heißt auch vom Meer. Ich kann jetzt zum Beispiel auch der Adam des Meeres. Ja. Das sind die möglichen, nimm die Freiheiten. Du darfst es auslegen, wie du willst. Es soll aber im Gesamtkontext, muss das stimmig bleiben. Ja. Das sind jetzt viele Stellen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn ich hier Bibelstellen nehme, mal ganz kurz schon, oder? Um das Wort Gottes, um das Gebet, um die innere Gewissheit bzw. den Frieden, den der Heilige Geist in uns wirkt. Der Heilige Geist bist du selber, wenn du dich nicht mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Mhm. Und Frieden ist, dann bist du die Frucht des Paradieses. Ja. Und dieses Eden wiederum ist auch die Ewigkeit. Den Rat geistlicher und gottesfürchtiger Christen und die Umstände... Das bezweifle ich jetzt wieder recht schwer. Bring mir einen Christen, der keine Feindbilder predigt. Das sind keine Christen. Wenn einer Feindbilder predigt, kann er kein Christ sein, weil ich sage, liebe deine Feinde. Die Umstände, in denen wir sind, was um dich herum stehend ist. In denen wir uns befinden. Und wenn wir diese Hilfsmittel... Jetzt kannst du hier schon bei normalen Wörtern, das ist ein Pixelmännchen, erwarte nie, dass ein Gedanke von dir das versteht. Du musst der Erste sein, immer dran denken, was der Erste ist. Der Erste arbeitet nur mit Sachen, die ich und jetzt überprüfen kann. Und was du jetzt überprüfen kannst, das sind Worte. Du kannst jetzt sinnlich wahrnehmen, einen Monitor anschauen. Du kannst dir Worte anschauen, die auf dem Monitor auftauchen und dann schaust du, was du aus den Worten für Vorstellungen machst. Genau. Und wenn das nicht mehr da ist, ist es wieder weg. Mhm. Und jetzt schaue in dich rein und ich sage immer und immer wieder, mach dir bewusst, was du glaubst. Was heißt das? Du kannst jederzeit überprüfen, mach dir bewusst, was du glaubst, und dann wirst du feststellen, wie du neben diesen klassischen göttlichen Geboten lebst. Ja. Jetzt könnte ich wieder sagen, schnipp, und jetzt denkst du an deine Beine, wie oft wiederhole ich das? Und jetzt schau ganz selbst ehrlich, glaubst du, dass dein Körper auch dann existiert, wenn du nicht an ihn denkst? Wenn du dieses Gebot hältst, dass du dir kein Bild von dir selbst machst, kannst du keine Angst mehr haben, dass du Corona kriegst. Ja. In der Zukunft sowieso nicht. Ja. Darum sage ich diese Gebote. Und ich sage, sorge dich nicht um morgen. Wieso? Weil es hundertprozentig sicher ist, dass morgen nichts passieren wird. Es kann nichts passieren. Du kannst dir jetzt denken, was alles passiert, wenn, dann. Das sind logische Konstrukte, die du jetzt denkst, die aber gar nicht wären, wenn du sie nicht denkst. Ja. Und dann kannst du wieder sagen, ja, so einfach kann man es sich ja nicht machen. Ich sage, wer bestimmt jetzt das? Der Zweite. Ja. Das ist der, dem du vertraust. Du vertraust deinen Lehrern, deinen Erziehern, deinen geistigen Vorbildern, du äffst ihre Mode nach, du ziehst dich so an, wie die wollen, dass du dich anziehst. Du lässt dich impfen, wenn die wollen, dass du dich impfst, weil sie dir einreden, dass dir was passieren könnte, dass sie nur dein Bestes wollen, eigentlich wollen sie nur dein Geld, denke ich mir jetzt. Ganz bewusst. Ja. Wobei die alle nicht existieren, wenn ich sie nicht denke. Das heißt, das Leben nochmal weiterleben, aber bei vollem Bewusstsein. Und dann verändere ich für dich die Welt. Weil ich dann das Programm für dich verändere. Ganz still und heimlich kommen dann Updates. Das ja. sind die Updates. Da musst du nichts tun. Wenn du natürlich die ignorierst, hast du ein riesengroßes Problem. Du musst auch deinen jetzigen Job nicht verändern, wenn ich sage. Wenn du ein Prediger bist, predige weiter. Aber variiere das. Wenn du ein Lehrer bist, lehre weiter, was du zu lehren hast. Aber variiere das minimal. Meine Beispiele, wo ich immer wieder sage, zur Zeit glaubt man, zur Zeit geht man davon aus.
Was ist das für eine Anmaßung? Dass alles, was gegen die Mainstream-Meinung ist, da gibt es genauso hochdotierte Professoren, die wir uns jetzt ausdenken, die sind sofort alle, werden lächerlich gemacht, werden niedrig gestiegen. Du bezahlst für deine eigene Gehirnwäsche, wenn man jetzt Geld überhaupt nicht bezieht. Und jedes Tier, jedes Lebewesen will sich programmorientiert am Leben erhalten. Ein voran die Gattung der Ärzte. Es ist Scheinheiligkeit, irgendjemandem helfen zu wollen, auch mit Mitleiden. Es ist einfach Gedanken. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Du denkst dir einen Menschen aus und du bestimmst, ob der das ehrlich mit dir meint oder nicht ehrlich mit dir meint. Die Pharmaindustrie zum Beispiel, die Politiker. Denn hier geht es doch nur um die Partei. Du hörst immer nur die Partei, die Partei, die Partei. Und dann bläht sich der Bundestag immer höher auf und die Einzigen, die das stoppen können, jetzt innerhalb Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, wäre der Bundestag selber. Die müssten ihre eigenen Arbeitsplätze wegkotzen. Genau. Wer macht denn das? Da müsste man einen Volksentscheid machen. Aber was erwartest du dann von den Zombies, die in deiner Welt rumlaufen? Die große Masse sind doch so geistlose Mitläufer. Egal in welche Richtung du mitläufst. Und alle sind aufgeblasene Rechthaber, die Jesus genauso wie die religiösen Menschen in ihre Kirchen rennen, in ihre Sekten rennen. Alle leben in dem riesengroßen Wahn, die Einseitigkeit, die sie glauben, weil es ihnen logisch erscheint, ist richtig. Und ich kann immer noch mal dazu sagen, dazu gehört nicht Holofeeling. Holofeeling ist keine Einseitigkeit. Es ist es summa summarum. All diese Einseitigkeiten sind winzige Puzzlestückchen, wichtige Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen, die auch alle für sich betrachtet logisch richtig erscheinen. Ja, genau. Aber halt extrem viele Feindbilder, Kehrseiten haben, die sie nicht wahrhaben wollen. Ja. Und es ist halt einmal eine hundertprozentig sichere Tatsache, dass du Geist, der du mich jetzt ausdenkst, den Brösel Udo, den Redo und sich selbst und die ganze Welt, wo egal an was du denkst, es immer nur hier und jetzt als Information in dir selbst existiert. In dir existiert. Und wo kommt es her? Aus einem noch tiefen Innern, aus dem Abyssus von El Hayon. Diesen undenkbaren Nichts, Creatio ex nihilo. Und diese Creatio ist das, was du aus dir auswählst, was du immer und immer wiederholst. Schlafen, wiederholen, Chin und He. Und Lügen verbreiten. Das sind diese Wörter. Wahrlich, ich sage dir, ein Dach ist wie 1000 Jahre, und 1000 Jahre sind wie ein Dach. Dass all dieses Zeug doch von dir erschaffen wird. Von dir. Dir jetzt rot gelesen und immer dran denken, Tier, mir spiegeln Reite. Da müsste es jetzt in die Holo-Arithmetik reingehen. Nein. Und du musst der Erste sein. Es ist bei Holofeeling nicht, dass ich dir Sachen erzähle, ist den Leuten. Ich sage, halt den Mund. Genau. Auf der Bröselebene. Du darfst selbstverständlich, wenn du diese Schönheit erkennst, wirst du nur mal müde, den anderen dran teilhaben zu wollen. Du öffnest die Tür in eine vollkommen neue Welt und willst, komm mit. Leute, komm mit, ich zeige euch was, was ich bereist habe. Ja. In vielen, vielen Leben. Und die wollen nicht mit, die fürchten sich. Mhm. Im Gegenteil, du wirst zu einem absoluten Feindbild, du wirst gekreuzigt, du wirst geschlachtet. Dieses Anbeten von Reliquien, das ist egal, ob das Geldscheine, ob das Aktien sind, ob das Kreuze sind, egal was du anbietest, Siegel im Muslimischen. Mhm. Du weißt, wenn ich immer sage, wenn man mich erdrängt hätte, dann würden die sich kleine Aquarien von ihr an den Altar in ihren Kirchen stellen und würden sich kleine Aquariennummern halt singen. Mhm. Es ist ein Nachäffen. Du kommst dir so als unheimlich gescheiter, geschiedener, von dir selbst geschiedener Homo sapiens vor. Es ist Schizophrenie, tierische Schizophrenie par excellence. Das, sich selbst, das da mal ganz vorne hinstellen und sich selber absauen, ohne sich abzusauen. Du bist schuld. Zumindest für die Welt, die du dir ausdenkst. Und egal an wen du denkst, ein Gedanke entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst, hier und jetzt in deinem Kopf. Und die Ursache ist meistens, dass du auf andere Gedanken reagierst, auf Worte, auf Geräusche. Mhm. Wenn du Medien, wenn du am Computer sitzt und dann machst du aus diesen Worten, was ist jetzt da? Erdbebensicheres Gebiet. Mhm. Das ist das, was ist. Und das, wenn ich wiederhole, der registriert, wenn du jetzt unterbrügelt bist, und das registriert einer nicht. Dass ich sage, wie kannst du behaupten, der oder der ist gut oder schlecht? Du kennst den doch gar nicht, du kennst ihn doch bloß vom Hörensagen. Du konstruierst dir hier eine Vorstellung, das ist übrigens auch in dem Ken Ebsen-Video, wo der sagt, wenn du jetzt ins Internet gehst und Ken Ebsen googelst,
Der ist alles, was du an Google überhaupt mitkriegst, ist das personifizierte Böse, vollkommen rechtsradikal, ein Menschenverderber. Und wenn du den Vater kennen, hör dir das Interview an. Er hat es aufgegeben, er ist ins Ausland gegangen. Ja. Es ist ein Jude, der davon gelaufen ist von dem Faschismus. Ja. Genau. Weil er sagt, momentan ist die Zeit, du kannst es vergessen. Der Zug ist abgefahren, sage ich. Ich sage dir, das ist Sodom und Gomorra, die werde ich alle vernichten. Das heißt, der einzige Weg für dich selber ist, zuerst einmal zu erkennen, was du selbst bist und dann wach zu werden. Und nicht zu schachern. Du kannst doch nicht die ganzen Menschen, ich sage, was sind die Menschen? Nochmal, was sind die jetzt? Schau dich einmal, dreh dich um, dreh deinen Kopf, schau, was ist da. Wenn überhaupt du ein lebendiges Lebewesen jetzt dir denkst, was du Mensch nennst, dann ist das einzig und allein der Körper, mit dem du dich verwechselst. Zumindest, wenn das Retro-Programm in dir läuft. Es kann aber ein anderes Programm in dir laufen, da können jetzt zwei neben dir sitzen oder einer neben dir sitzen. Behaupte ich jetzt einmal, wenn du zum Beispiel hier die Margot bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Peter neben dir sitzt. Mhm. Aber das ist der Peter, die Erstgeburt, die neben dir steht, die du eigentlich selber bist, das ist nämlich dein Mann. Genau. Weil du bist nicht diese Frau, die du dir ausdenkst. Du bist zwar Margot, aber das ist, es gibt keine Zufälle. Wieso lacht jetzt dieses Pixelmännchen Redo so, weil er im Hintergrund ein Feuerwerk an Worten hat, es dir vollkommen abgeht mit dem Redo-Programm. Stimmt oder stimmt? Ja. Na, jetzt lassen wir es aber gut sein. Ja, ist gut, super. Das ist, wir können ja immer nur wiederholen, Redo. Du merkst es, wenn wir jetzt wieder von Brüssel zu Brüssel reden, das ist alles, für wen machen wir es eigentlich? Für den, der uns ausdenkt. Ja. Da ist jetzt einer, der denkt uns aus, der sich immer noch mit seinem Körper verwechselt. Und er muss irgendwann nochmal begreifen, dass er eigentlich wir ist. Dieses Er, dieses Es, genau. Dieses Sie-E-Quadrat. Ja. Nicht das weibliche Sie. Ja, das ja. Bewusstsein Gottes ist E-Quadrat. Das ist Sie. Ja. J, C, H und I, C, H. Ja. Das sind wir. Und das ist, es ist einfach. Das ist das, was ist. Und dann ist eigentlich das Verrückte, dass das eigentlich wirklich erst verstanden ist, wenn diese Erkenntnis in dir in keinster Weise mehr Bezug nehmen ist auf den, der du zu sein glaubst. Weil ich sage immer wieder, es ist dann sehr, sehr gefährlich, wenn sich das Ego des Tierchens in dir aufbläht in diesen Allmachtsfantasien. Ein Gedanke ist überhaupt nicht mächtig. Mächtig ist der, der sich den ausdenkt. Und der, der sich den Gedanken denkt, der ist auch nicht mächtig, weil da muss einer da sein, der sich den ausdenkt. Genau. So lassen wir es gut sein. Stell was rein mit einer schlagenden Überschrift. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Danke.